Glück auf, meine Kumpel und Malucha, herzlich willkommen. Ja, mittlerweile wieder täglich im Livestream, gibt aber auch eine Menge Neuigkeiten, eine Menge Sachen. Also heute haben wir alle auf einen neuen Trainer gewartet. Ist ja morgens, dass die Trainingseinheit verschoben wird. Und so haben dann die Schalke-Reporter drauf geschlossen, dass ja wahrscheinlich dann der neue Trainer kommt. Dem ist nicht so. Also der Verein hat eine offizielle Meldung rausgebracht, dass der Co-Trainer Kreuzer auch gegen Hertha oder erstmals gegen Hertha auf der Bank sitzen wird. Allerdings interimsweise. Das hat man so gesagt. Das ist jetzt nicht die langfristige Lösung. Aber man ist definitiv gerade dran an einem Trainer. Und jetzt sind sehr, sehr viele Gerüchte. Es hat sich gehäuft, dass Schalke an dem Trainer, aktuellen Trainer von Sturm Graz dran sein soll. Chris Ilzer, den ich als sehr, sehr gute Lösung empfinden würde. Ich hatte den gar nicht auf der Rechnung. Ich muss sagen, bevor ich jetzt, also vor heute, war das für mich ein unbekannter Trainer. Habe ich mir einiges durchgelesen und das, was man liest, hört sich sehr, sehr gut an. Ich habe mir jetzt bereits ein paar Sturm Graz-Spiele angeguckt, weil man will natürlich wissen, für was für eine Art von Fußball steht er. Ich kann euch wirklich empfehlen, euch mal das Spiel anzugucken gegen Red Bull Salzburg. Das ist ja die Top-Mannschaft der Liga und die haben auf jeden Fall mehr Qualität in der Mannschaft als Sturm Graz, aber die konnte er halt mit spielerischen Mitteln bezwingen. Und den Link dazu habe ich euch auf Twitter gepostet. Heißt er dort auch Schalke Corner. Könnt ihr gerne mal reingucken, vielleicht im Anschluss und euch mal angucken, wie schön die Tore rausgespielt worden sind. Da war ein Tor, also das erste, der hat 2-1 gegen Red Bull Salzburg gewonnen. Das erste Tor, sehr, sehr starkes Pressing, also in der Hälfte von Salzburg werden die bis zum Tor gepresst, sodass der Torhüter vom Pressing erwischt wird und einen Fehler macht und der Stürmer kann dann im Prinzip damals Champions League Finale, wo der Benzema diesen Ball abgefangen hat im Pressing, wo der dann dem Torwart im Prinzip den Ball weggenommen hat und dann das Tor gemacht hat. So könnt ihr euch das vorstellen. Und das zweite Tor war wirklich ein sehr, sehr gut herausgespielter Konter, der wirklich also der war sehr eng abgedeckt. Da hatte man eigentlich kaum Möglichkeiten, vertikal und schnell nach vorne zu spielen. Da konnte sich die Mannschaft lösen. Alles über eine Seite auf engen Raum. Und hat man dann den Stürmer geschickt, der dann am Endeffekt nochmal ein 1:1 gewinnt und dann das Tor erzielt. Und da hatte man sogar noch die Möglichkeit, ja, noch den anderen Stürmer einzusetzen. Und da muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr stark, was ich da gesehen habe. Und gerade die Kontersituation bei Frank Kramer wäre das einfach Ball rausschlagen. In der Situation wäre das Ball herausschlagen gewesen und der Gegner hätte Ballbesitz. Das wäre das beste Mittel, was unter Frank Kramer in der Situation passiert wäre. Klar ist auch, dass das natürlich auch Zeit braucht, bis die Mannschaft sowas verinnerlicht. Aber es gibt auch häufiger mal Trainer, die das sehr, sehr schnell in der Mannschaft begrifflich machen können. Ich so an Nagelsmann denke, der in Hoffenheim sehr, sehr schnell sehr erfolgreich geworden ist, auch der Mannschaft sehr, sehr schnell ein anderes Spielsystem eintrichtern konnte, auch in Tuchel, der hat Mitic gerade reingeschrieben. Ja, also ich wäre sehr zufrieden. Ich wäre sehr zufrieden. Ich gehe gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf den ein. Rede auch noch mal ein bisschen über den Tag als solches, wo ja eigentlich der Trainer angeblich hätte präsentiert werden sollen. Und ja, dann könnt ihr ja eure Meinung zu dem Trainer abgeben und können wir ein bisschen diskutieren. Sicher ist das jetzt noch nicht. Das ist keine offizielle Meldung. Da sind ein paar Zeitungen, ein paar Medien jetzt draufgegangen. Sehr, sehr viele Trainer wurden schon dementiert. Da können wir auch drüber sprechen, welche Trainer auf gar keinen Fall hierher kommen werden. Aber
Für mich sieht es so aus, als ob er kommen wird, der noch so in dieses Raster passen würde, wäre Unochine, der ja beim österreichischen Verband gerade Trainer ist. Das heißt ja gerade, dass man noch mit einem Verein um die Ablöse verhandeln wird. Er macht für mich einen, also der Ilzer macht für mich einen, macht für mich Sinn. Ein Zinel würde Sinn machen, wenn man mit Österreich noch macht. Wenn da mal die Szene, damit man den Chat sieht. Ah ja, mache ich sofort. Der würde für mich Sinn machen. Und Titz wurde auch häufiger genannt. Könnte auch Sinn machen, aber da gehen wir jetzt gleich mal drauf. Schreibt mal übrigens rein, ist der Ton und das Bild in Ordnung? Und ich gehe jetzt mal auf euch ein, begrüße euch mal alle. Rock'n'Roll ist am Start, Glück auf, hoffentlich kommt Christian Ilzner. Ilzer heißt er, oder? Ilzer. Ilzer muss kommen, sehr guter Trainer, hoffentlich. Gramotz ist rein. Ilzer würde ich nehmen, die hätten Tedesco holen müssen. Für Tedesco ist kein Geld da. Tedesco hat Leipzig letztes Jahr in die Champions League geführt und DFB-Pokal gewonnen. Und der hat mit uns auch Champions League gespielt. Das ist ein Champions League-Trainer. Der wird Angebote kriegen von, weiß ich nicht, von Lazio Rom oder solchen Mannschaften. Da wird er nicht zu uns kommen. Haben wir die Spieler, die mal Tempo machen? Also wir haben Mohr, wir haben Hülter und wir haben Larsson, die ein bisschen mehr Tempo haben. Karaman hat ja angeblich auch das Tempo von einem Bülter. Aber so, dass ich finde, Tempo an sich ist bei unserer Mannschaft nicht so viel vorhanden. Also, was der für ein Spielsystem spielen lässt, ist übrigens ein 4-4-2. Würde auch so zu einem Kader passen, finde ich. Und er setzt gerne auf offensive Außenverteidiger. Aktuell könnte ich mir sogar vorstellen, dass der den Gunnar als rechten Innenverteidiger einsetzt und den Aydin dann als rechten Verteidiger. Da uns ja jetzt leider auch eine Meldung, die heute rausgekommen ist, Dreimel bis Saison, bis Winter ausfällt. Dieses Jahr wird er kein Spiel mehr machen. Wir holen Tuchel, haben wir, das hatte ich gerade, bin ich überzeugt, Österreich ist nochmal eine ganz andere Liga. Er wäre mit seiner Mannschaft in Österreich bei uns in der dritten Liga. Klar. Ja, aber viele Trainer, die aus Österreich gekommen sind, wenn wir an Hasenhüttl denken, wenn wir an Adi Hütter denken, gibt noch einige andere, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen, die haben auch hier gute Arbeit geleistet. Blacking, Glück auf, mein Bester. Wenn der Trainer gefällt, gefällt er mir. Wenn es der Trainer ist, gefällt mir, super. Ist sie dann im Ruhestand? Wenn ja, lass ihn holen. Als Bezahlung gibt es einfach lebenslang Felddienst. Bier, das wird schon tun. Ja, ich glaube, sie dann ist kein Biertrinker. Bei Ilsner hängt es noch an der Ablöse. Er hat noch Vertrag bei Sturm Graz, genau. Mario, Liebe, schön, dass du da bist. Und ist super, geht an sich auch, könnte es aber noch mittiger hinsetzen. Ah, mache ich mal. Muss ich mir hier das aber ein bisschen umstellen. So. Okay, so, dann bin ich mal in der Mitte. Blacking ist da. Ich möchte einfach nur einen Trainer, der offensiv spielt. Das wäre er auf jeden Fall. Beziehungsweise offensiv per se erstmal nicht, aber jemand, der spielerisch denkt. Also ballbesitztechnisch hat er einen relativ ausgeglichenen Wert. Also ist jetzt kein Ballbesitztrainer, der spielt schon eher den schnellen Ball. Häufiger auch über Flanken. Sehr viele Konter, also schnell den Ball vertikal nach vorne gespielt. Ich guck mal lieber hier so in die Kamera. Ne, dann mache ich mir das mal alles hier. So. Dann stell mir mal kurz meine Softbox um.
Kennt mich nicht ein bisschen. Da bin ich wieder. Blendet die nämlich nicht so stark, dann kann ich da besser auf euch alles eingehen. Stöger, schreibt Hans Wurst, hätte ich überhaupt keinen Bock. Würde tatsächlich Brunner in die Innenverteidigung stellen und einen auf rechts spielen lassen, wie du sagtest, jetzt wo wir ein Innenverteidigerproblem haben. Ja, wäre für mich die logischste Wahl. Ich würde auch Spieler aus der U23, aus der Jugend hochholen. Wenn wir da Spieler haben, die halbwegs auf Profi-Level sind. Ich würde gucken, dass wir vielleicht ein oder zwei noch vereinslose Spieler verpflichten. Einer ist ja davon bereits im Training. Dessen Namen man nicht aussprechen kann. Salif Sané ist immer noch vereinslos, ne? Der hat zwar ein wackeliges Knie, aber wenn du den Vertrag gibst bis Winter. Und der leistungsbezogen ist, warum nicht so, ne? Klar, der kann jetzt nicht mehr das verdienen, was der davor verdient hat, aber ich glaube, hätte der Angebote auf dem Tisch gehabt, dann wäre der schon mittlerweile irgendwo untergekommen. Der steht ja, glaube ich, kurz vorm Karriereende, falls es nicht sogar ein Karriereende gegeben hat. Aljosa Mitic, ich glaube, wir brauchen einen Trainer, der die Jungs abholt. Kammer hat beim 3-0 gegen Hoffenheim nicht schlecht gespielt, aber beim 5-1 war er nicht schuld. Die Spieler hatten gar keinen Bock mehr. Ja, da war schon vorbei. Ja, also, ich glaube, die Spieler hatten an sich keine Lust mehr, mit Kramer weiterzuarbeiten. Und da war dann spätestens vorbei. Ich glaube, der neue Trainer muss vor allen Dingen eins können. Und zwar jetzt in der Situation, offensive Lösungen zu finden. Fußballerische Lösungen zu finden, Chancen herauszuspielen. Weil wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, wo du versuchen musst, die 0 zu 0 oder die Punkte mitzunehmen, sondern wir müssen versuchen, Spiele zu gewinnen. Denn ja, wir sind jetzt mit 6 Punkten gestartet. Kannst du mal hochrechnen, wie viele Punkte wir brauchen, um am Ende in der Klasse zu bleiben? Sagen wir jetzt mal 36, dann müsstest du 30 Punkte holen. Was haben wir jetzt gespielt? 10 Spieltage? Mal rein. Der 10. Spieltag war jetzt, oder? Mal auf die Tabelle. Ja, 10 Spieltage sind gespielt. So, wenn wir, also es werden noch 14 gespielt. 14. Es werden noch 24 Spiele gespielt. Wenn du dann einen Punkt pro Spiel holst, dann bist du mit den 6, die du jetzt hast, bei 30. Das wird nicht reichen. Und wenn du einen Sieg holst, hast du ja 3 Punkte. Dann kannst du im Prinzip auch das nächste oder die nächsten beiden verlieren. Und dann musst du nur, um dann, sagen wir mal, die 36 zu holen, brauchst du 10 Siege. Das ist schon heftig. 30 Punkte, 36 Punkte zu holen, brauchst du noch 10 Siege. Also sagen wir mal, Bochum besiegen wir, im Rückspiel auch. Sagen wir mal Stuttgart. Sagen wir mal, wird schon schwer. Hertha besiegen wir jetzt zweimal. Haben wir schon mal 4. Müssen wir immer noch 6 Siege holen. Gegen wen? Sagen wir mal Wolfsburg für 5. Sagen wir mal, Köln haben wir gut gespielt, bis auf die Schiedsrichter sind 6. Dann musst du Mainz schlagen, vielleicht Leverkusen schlagen, Bremen zweimal schlagen, haben wir 10. Also da seht ihr ja, das wird schon heftig. Wo soll man die Punkte holen, ne? Aber deswegen, also wir müssen jetzt Siege holen. Wir können natürlich hoffen, dass die anderen Mannschaften, ich sag jetzt mal Bochum und vielleicht Hertha, wenn wir die jetzt schlagen, sind die sogar hinter uns. Wenn die einfach nicht punkten, dann reichen vielleicht am Ende wirklich nur 30 Punkte oder so. Dann kommst du mit einem viel, viel besseren Schnitt am Ende
auf den Relegationsplatz und kannst dann darüber die Klasse halten. Aber normalerweise ist das schon schwer, so wenn du jetzt weiterhin versuchst, Punkte mitzunehmen, keine Siege holst, ja, 3, 4 Siege am Ende hast, schwer die Klasse zu halten. Stuttgart hat auch gerade sehr, sehr gut im Pokal gespielt, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Die haben ja auch eigentlich nur 8 Punkte. Die haben jetzt das erste Mal gewonnen gegen Bochum, jetzt haben die den Pokal nachgelegt. Wenn da der Knoten platzt, dann sammeln die jetzt auch ein paar Siege. Dann sind die auch erstmal außer Reichweite. Leverkusen sehe ich nicht da unten. Komm, ich zeige euch mal die Tabelle, dann kann man da besser drüber reden. Wenn ich die einfach mal ein hier. Dann sieht man eigentlich, wie schwer die Aufgabe ist für den neuen Trainer. So. Also, hier. Auf Transfermarkt. Ja, also wir sind hier unten Platz 17, spielen jetzt als nächstes gegen Hertha. Das wird ein Riesenspiel. Das wird wirklich auch so ein bisschen so die Marschroute zeigen, wie es mit der Saison auch weitergeht. Weil nach Hertha kriegen wir erstmal ein Hammer-Restprogramm. Können wir uns auch jetzt gleich angucken. Wenn du nämlich dann 3er holst, dann kannst du bestenfalls sogar Leverkusen überspringen, sogar Stuttgart überspringen, bis bestenfalls 14. Ich glaube aber, dass Stuttgart jetzt in so einen Flow reinkommt und ein paar Siege jetzt erstmal holt, bis zur WM, bis zur Winterpause vielleicht 2 Siege noch holt. Und da musst du erstmal mithalten können. Dann hast du Hertha. Wenn wir gegen die verlieren, sind die auch erstmal weg. Und Leverkusen wird über kurz oder lang werden die punkten. Selbst Bochum fängt an zu punkten. Und Leverkusen wird nicht auf den letzten 3 Plätzen beenden. Absolut nicht. Dafür haben die zu viel Qualität. Und können im Winter nochmal nachlegen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir können im Winter fast gar nichts machen. Sind fast handlungsunfähig. Wir werden ein bisschen natürlich was machen, aber das sind halt, wenn so ein Verein auf solchen Plätzen ist, dann werden da nochmal 20, 30, 40 Millionen auf einmal aktiviert und dann sind die ganz schnell mal wieder im Mittelfeld oder sogar schaffen auf einmal in der Rückrunde so eine richtig krasse Rückrunde zu spielen und sind auf einmal wieder international dabei. Alles schon gesehen. Und selten, dass so ein Verein dann auch in der Rückrunde dann unten mit dabei ist. Ja, gucken wir dann auf ein Restprogramm, dann seht ihr, was ich meine. Die meisten wissen das ja auch. Also wir spielen Hertha und danach Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig nach der Winterpause. Also wir haben jetzt 2, 4, 5 Spiele noch bis zur Winterpause. Und bis auf Hertha sind alle Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, beziehungsweise ich glaube Mainz ist 10., aber punktgleich mit dem 11. sogar, aber punktgleich mit dem 9. So also rein theoretisch von der Punktausbeute gehen wir hier 9 oder höher. Bremen super in Form, auswärts auch noch schwer. Freiburg, die wollen oben dran bleiben. So, wird schwer. Mainz, wenigstens zu Hause, finde ich noch mit das Machbarste von diesen Teams, aber Mainz hat halt immer mal einen guten Tag, wo die halt dann die Mannschaft richtig auseinandernehmen und dann haben die auch mal so einen etwas schlechteren Tag. Dann müssen wir hoffen, dass Mainz dann keinen guten Tag erwischt. Und Bayern, vielleicht sind die alle schon gedanklich bei der WM. Das ist so meine Hoffnung. Aber wenn du Bayern schlägst, dann in dieser Saison. Aber die haben halt auch gerade kein Polster, was die verspielen können, sondern die müssen jagen und die brauchen die Punkte. Wird auch sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. So. Gehen wir mal zurück zu euch. Was sagt ihr? Bruno will einfach nicht. Nee, ich springe mal zu den aktuellen Kommentaren.
Wenn ihr wollt, dass ich euch vorlese, gerne nochmal neu reinposten, dann lese ich den Kommentar vor und reagiere drauf. Manipulativ, Glück auf, das Restprogramm kommt und es hat's in sich. Ja, jeder Trainer, der jetzt anfängt, hat es enorm schwer. Hat es enorm schwer, aber so Serien werden auch mal gegen gute Mannschaften gestartet. Und wenn du in einem Flow bist, kann das Ganze auch mal. Kannst du auch mal gegen Mainz gewinnen oder gegen den Bremen gewinnen und dann hast du auf einmal 6 Punkte oder dann hast du noch Hertha, die du schlägst, dann hast du auf einmal 9 Punkte aus den letzten 5. Und das ist ja dann richtig gut, dann bist du schon mal nicht auf dem Abstiegsplatz und kannst die Rückrunde sehr, sehr gut starten, auch wenn du dann gegen zwei Top-Mannschaften spielst. Aber wir kommen halt aus einer sehr, sehr bescheidenen Form. Wir sind sehr, sehr schwach unterwegs gerade. Wir haben sehr, sehr viele Gegentore kassiert. Der neue Trainer ist noch nicht da, sondern der Co-Trainer übernimmt jetzt erstmal. Wir haben mega Verletzungspech. Alles gebündelt, auch vor allen Dingen auf der Position des Innenverteidigers. Plus dann noch so Unterschiedsspieler wie Salazar, die da betroffen sind. Das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Mal schauen, wie es gegen Hertha mit Kreuzer. Mal schauen, wie wir es gegen Hertha mit Kreuzer hinkriegen. Jacari in Hertha muss ein Sieg her, sonst wird es die Krise immer größer, weil wir danach aufs Maul bekommen von Freiburg und Bayern. Hätte, hätte Fastfood-Kette. Wir müssen vor unseren eigenen Haustüre kehren. Wir haben gesehen, dass Schalke mithalten kann gegen Gladbach in Dortmund. Ja, das auch. Das gibt auch auf jeden Fall Hoffnung, dass wir da schon andere Gesichter gezeigt haben. Aber die Mannschaft ist halt gerade in dieser schwachen Form, sage ich mal, steckt die jetzt fest und das ist ja nicht einfach so zack und dann bist du da raus, sondern das ist ein Prozess, das ist auch gewisserweise ein Teambuilding, ein Team, was zusammenwächst, was dann auch Erfolgserlebnisse sammelt, wo es dann auch im Kopf alles viel, viel leichter von der Hand geht. Vielleicht ist der Rauswurf von Kramer jetzt einfach mal ein Befreiungsschlag. Vielleicht funktioniert das. Ich hoffe es, wäre gut. Aber das ist kein Selbstläufer jetzt gegen Hertha, die ja auch gegen Leipzig nach einem 3-0 auf ein 3-2 zurückgekommen sind und fast das 3-3 gemacht hätten. Das zeigt ja auch, dass die eine Mannschaft sind, die eben nicht diese mentalitätslose Mannschaft wie vielleicht vor ein oder zwei Saisons sind, sondern da entsteht auch gerade etwas, braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Die schlechtesten Fußballer haben die jetzt auch nicht. Deswegen, schwierig wird es auf jeden Fall gegen Hertha, aber da muss ein Sieg her. Ja, Jacari, Bremen kann man auf den Punkt hoffen. Also Mainz, Bremen, Frankfurt, Hertha kann man durchaus mal Punkte holen. Ich sehe das jetzt nicht so schlimm. Klar, Bayern, Leipzig nicht, aber beim Rest durchaus ein Punkt drin. Ja, also. Die Sache ist die, eigentlich ja, eigentlich, wenn du jetzt eine Mittelfeldmannschaft bist, klar, kannst du gegen die punkten. Aber wenn du jetzt gegen Augsburg unter die Räder kommst, wenn du jetzt zuletzt 4 Kisten gegen Hoffenheim kriegst oder 5 sogar, dann sieht es halt wieder anders aus. Gegen Hoffenheim ist ja auch eigentlich eine Mannschaft, wo du mal punkten kannst. Aber da haben wir jetzt in beiden Spielen so. Dermaßen waren wir da chancenlos, die waren uns so überlegen. Das zeigt dann schon aus, dass da klar auch vielleicht der Trainer die falsch eingestellt hat, vielleicht ist die Mannschaft, hat die gegen den Trainer gespielt, aber das ist definitiv auch ein Qualitätsunterschied gewesen. Kann man nicht wegdiskutieren. Und beim Hinspiel gegen Hoffenheim oder beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim, da haben die ja noch alles reingehauen. Das war ja an sich keine blutleere Leistung, sondern die haben probiert, den Gegner zu besiegen, aber da hat sich ja einfach die Qualität ganz klar durchgesetzt. Ketchup 22, du glaubst doch nicht, dass Elster zu Schalke gehen wird. Er spielt mit Graz Europa League und hat die Chance auf österreichische Meisterschaft. Das ist der Name, der gerade diskutiert wird. Ich habe hier ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er es wird, aber das ist gerade dein heißester Name. Ja, und ich würde mir wünschen, dass er kommt. Klar, wie du gesagt hast, der hat jetzt eine Chance, in Österreich irgendwie was zu erreichen, aber
Das ist immer noch nur Österreich und Schalke, wenn er hier die Klasse halten würde, hat er natürlich einen viel, viel besseren Karrierestep dann oder hat dann viel, viel mehr Möglichkeiten auch. Zum Beispiel der Rampl ist ja letztes Jahr nach, zu uns gekommen, der spielt jetzt wieder in Austria Wien. Das zweite Liga war schon für ihn zu viel, wenn man aus Österreich kommt. Das ist schon ein Riesen-Step nach vorne, gerade so ein Riesenverein wie Schalke. Aktuell spielt der Rampl ja Stamm und ist ein Publikumsliebling wieder. Und ja, ich würde das nicht ausschließen, dass ein Trainer aus dem Mannschaft, aus dem oberen Tabellen Drittel aus Österreich und international dabei nicht in die Bundesliga wechseln würde zur Abstiegsmannschaft. Hertha hat gut gespielt gegen Leipzig, absolut. Es kann sein, dass Brunner in die Innenverteidigung geht und dann stattdessen Aidi in rechter Verteidiger, absolut. Habe ich auch eben gesagt. Hertha hat sehr gut gespielt. Ja, ganz früher habe ich immer gedacht. Und jetzt eine super Rückrunde und nur 4 Niederlagen bei 13 Siegen. 3x 13, 39 plus die 6 von jetzt. Ja, wenn es so einfach geht, ne? Wenn es so einfach geht, dann. Ich meine, die Rückrunde hat ja jetzt auch mehr Spiele, ne? Wir haben ja, glaube ich, 2 Spiele mehr. Das sind jetzt nicht 17, sondern 19 Spiele. Ja? Marcel ist auch am Start. Guten Abend, Schalke Corner. Glück auf Marcel. Ah, Missing Action. Lass uns doch einen Innenverteidiger aus der Jugend hochziehen. Oder wer spielt da? Wir haben ja leider keine Innenverteidiger mehr. Ja, U23, U19, jeweils einen vielleicht. Dass die Mannschaften da nicht komplett zusammenbrechen. Aber und dann vielleicht noch einen aus Vereinslos oder zwei Vereinslose. Dann hast du da nochmal ein bisschen Nachschub, weil. Selbst die, die wir jetzt noch haben, Yoshida finde ich nicht gut, bin ich ehrlich. Bin ich gar nicht überzeugt von ihm. Und der Patriciani leider auch nicht so. Ach, klar, gegen Tottenham United suspendiert Ronaldo. Habe ich gesehen, also Ronaldo, für die, die es nicht mitbekommen haben, ist nach dem Spiel einfach in die Kabine oder vor Spielende einfach in die Kabine gegangen. Der Trainer hat ihn wohl 3 oder 4 Mal warm machen geschickt und dann nicht eingewechselt. Und dann ist er einfach reingegangen und jetzt ist er erstmal suspendiert. Sieht schon stark nach einer Trennung aus im Winter. Gamer Brother hat gesagt, dass Schalke sich nur Billigware kauft. Ja, ist ja auch im Endeffekt so, ne? Also wenn man sich mal guckt, was für Spieler zu uns wechselt sind jetzt aktuell. Da ist ja jetzt nicht das Regal Top-Talent in Europa, wo zweistelliger Millionenbetrag geflossen ist, sondern das sind dann die Spieler, die für die Vereine, wo es finanziell besser läuft, gar nicht in Frage kommen würde. Und da muss man halt kreativ sein und dann das Beste aus den Möglichkeiten machen. Wie geht es dir? Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Ansonsten geht's mir gut, danke der Nachfrage. Also alles top. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich hoffe, dass das bald weggeht. Ich trinke auch viel. Vielleicht auch ein bisschen zu wenig getrunken. Und um mich herum sind ja mittlerweile alle gefühlt krank. Ich hoffe nicht, dass das wieder so eine lange Erkältung wird, weil da hatte ich letztes Jahr so viele gehabt. Ich bin auch gerade sehr, sehr gut unterwegs, sportlich, ich bin viel draußen und ich ernähre mich auch gut. Jeden Tag also nicht jeden Tag, von Dienstag bis Freitag stehe ich um 6 Uhr auf und schwimme eine Stunde vor der Arbeit. Das mache ich, um einfach Sport zu machen. Habe ich jetzt ich war richtig sportlich unterwegs. Vor so 3, 4, 5 Jahren habe ich mich schleifen lassen. Da bin ich echt in so ein Loch gefallen, aber jetzt versuche ich wieder da auf die Sprünge zu kommen. Und ernährungstechnisch, ja, lasse ich jetzt einfach, versuche ich mehr Obst zu essen, mehr Gemüse zu essen, Vitamine und so.
Und lasse ich jetzt die Süßigkeiten mal weg. Verzichte jetzt nicht auf irgendwas, aber früher habe ich einfach gegessen aus Langeweile, bin ich ehrlich. Da habe ich nochmal die Chips-Tüte einfach aufgemacht, weil ich gerade Langeweile habe. Oder weil es halt geil schmeckt, dann habe ich irgendwas aufgemacht. Schokolade oder sowas. Solche einfach unnötigen Schlemmereien lasse ich jetzt einfach weg. Wenn ich richtig Bock habe auf, weiß ich nicht, irgendwas Süßes oder so, gönne ich mir das natürlich, aber immer in Maßen, sage ich mal. Dann, wenn es halt wirklich schmeckt und nicht, wenn man sich das irgendwie reinzwingt. Und ja, ich versuche, dass ich meine 8 Stunden schlafe. Da habe ich auch öfter mal früher zu lange wach geblieben. Und ich lasse auch dieses ganze Handy am Handy sitzen sein, gerade vorm Schlafen gehen und so alles sein. Und dann hoffe ich, dass ich da von so langwierigen Erkältungen und so weiter verschwinde. Aber genug vom Erkältungstalk, jetzt kommen wir weiter hier aufs Sportliche. Was eigentlich mit Kaminski, der fällt schon ewig aus. Ja, der hat ja eine unglückliche Fleischwunde und die hat sich scheinbar entzündet und ich denke mal für ihn, dass das auch noch länger dauert, sonst hätte man ja einen Hoffnungsschimmer irgendwie mal kommuniziert. Gerade in dieser brenzligen Situation. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für ihn vielleicht bis Saison. Bis zur Rückrunde dauern könnte. Alle, Glück auf. Kann irgendwie kein Zufall mehr sein. Ja, man kann manchmal auch einfach Pech haben, ne? Wenn sich das auch alles dann auf der Innenverteidigerposition staut, das tut dann nochmal doppelt weh. Wir haben doch momentan einen Vereinslosen im Probetraining. Was ist mit dem? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was mit dem ist. Ich hätte gedacht, wenn er so gut ist, hätte man ihn schon vor Hoffenheim Pokal verpflichtet. Weil da ist ja nochmal ein Innenverteidiger ausgefallen. Dann haben wir da mit Kral in der Fünferkette gespielt. Normalerweise hättest du den dann da eigentlich verpflichten müssen und dann einsetzen müssen. UGE Mike, Sarri, vereinslose Innenverteidiger, wie wäre es mit Salif Sané? Man muss nur hoffen, dass das Knie hält. Habe ich ja auch gesagt. Hab ich eben schon gesagt, könnte man machen. Vielleicht nur ein Vertrag bis Winterpause oder halt ein Jahresvertrag noch bis Ende der Saison. Dann halt vielleicht leistungsbezogen. Der hat ja seine Qualität, ne? Wie du gesagt hast. Man muss hoffen, dass das Knie hält. Der muss halt auf Gehalt verzichten, aber der ist ja noch vereinslos. Wenn du jetzt Oktober, Ende Oktober immer noch vereinslos bist, dann kannst du auch nicht zu viel Gehalt fordern. Bilal, Yoshida gleich Altherrenfußball. Ja, sieht fast so aus, ne? Sieht fast so aus. Blacking, ich bin echt enttäuscht, was wir für ein Trainer diese haben. Die letzten 10 Jahre hatte man nur Trainer gewechselt. Erst Magath Kerler, Weinziel, Rangnick, Tedesco, Baums, Evans Groß. Ich habe dazu heute auf Twitter eine Statistik gepostet, die ist mir mal so aufgefallen. Und zwar von Schalke die letzten 18 Trainer. Von den letzten 18 Trainer auf Schalke sind nur 3 Trainer aktuell Cheftrainer. Also 15 Trainer der letzten 18 Trainer sind entweder arbeitslos oder sind kein Cheftrainer mehr. Die sind dann die Büskens Co-Trainer mittlerweile nur noch. 15 von 18. Ne? Und gerechnet seit Magath. Seit Magath. Und noch eine erschreckendere Statistik. Von den letzten 9 Trainer ist keiner mehr Cheftrainer. Die letzten 9 Trainer auf Schalke sind keine Cheftrainer mehr. Also kann ich sagen, dass das daran liegt, dass das nicht mehr so aktuell ist. Wenn du jetzt Magath war ja 2011. Der ist jetzt mittlerweile schon 11 Jahre her, da kann ja der ein oder andere schon in Rente gehen. Aber auch von den letzten 9 Trainer sind 9 Trainer gerade arbeitslos, mehr oder weniger, oder Co-Trainer, kein Cheftrainer mehr. Das ist schon eine heftige Statistik. Also entweder, das spricht für zwei Sachen. Entweder du kannst auf Schalke nicht als Trainer funktionieren. Und du bist nach Schalke, bist du als Trainer komplett durch, verbrannt, auch du funktionierst dann einfach nicht mehr, du bist dann kaputt.
Oder andere Sache, man hat immer schlechte Trainer geholt. Man hat da in der Vergangenheit sehr schlechte Entscheidungen auf der Trainerbank getroffen, was ja auch definitiv so sein kann. Wenn ich mir so gerade die Trainer angucke in der Abstiegssaison. Vier Stück. Groß zum Beispiel. Rückblickend hättest du den Baum eigentlich bis Ende machen lassen können. Die Entlassung von ihm auch eigentlich unnötig, oder? Und dann den Groß nochmal entlassen, so, und dann Gramozis. Hättest du Gramozis auch zur Winterpause holen können. Also mindestens eine war extrem unnötig, eher sogar zwei. Also Gramozis eher hätte man dem nach der Saison holen müssen. Weil ich fand, oder zumindest ab dem Tag, wo man abgestiegen ist, dann hätte er aufbauen können mit neuen Leuten. Das ist eigentlich ein guter Kompromiss, sodass der noch ein bisschen so die Mannschaft kennenlernen kann und junge Talente reinbringen kann. Aber es sind auf jeden Fall Zahlen, die krass sind. Hat jemand Informationen über den Leihspieler? Ist doch ein Innenverteidiger. Ja, ist er auch. Ist er auch. Ja, wie heißt der nochmal? Der einen polnischen Namen ist Franzose. Gerade ob ich. Da glaube ich in Gladbach oder so. Der hat sogar ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Olo Dziedzak. Schalke macht sich Gedanken über eine Verpflichtung von Gastspieler Timothy Kolo-Dziedzak, früherer Gladbacher. 31 Jahre alt. Oh, Saint-Étienne hat er gespielt. Was ich so gehört habe, also Saint-Étienne hatte mit ihm eine sehr, sehr schwache Abwehr gehabt. Das war letzte Saison. War das die Schießbude der Ligue 1? Ich habe gehört, dass der nicht so der starke Verteidiger ist von den defensiven Skills. Aber der ist nicht so langsam wie ein Yoshida da und der kann das Spiel von hinten aufbauen. War gemessen an der letzten Saison, glaube ich, sehr, sehr Spiele oder sehr, sehr viele Spieler schlecht weg. Mal League 1, wie das genau gewesen ist, an Gegend von Saint-Étienne. Uno Momento, dann Karten. Siebenundsiebzig Gegentore. Man so guckt. Alle, die waren sogar nicht die schlechteste. Die schlechteste war Bordeaux mit 91. Die waren noch schlechter als sonst. Krass. 77, zweitschlechteste Abwehr. Andere Mannschaften im Tabellenkeller haben 69 oder besser. Das ist aber auch schon relativ schlecht. Die haben 8 Tore mehr kassiert als so die andere Mannschaft um die herum, außer Girondins Bordeaux, die sind extremst viele Gegentore kassiert. Ja. So. Salif wäre natürlich richtig nice, der kann die Abwehr stabilisieren. Wie gesagt, kommt drauf an, wie fit der aktuell ist und ob das Knie hält. Zweikampftechnisch ist er sehr, sehr stark. War ja echt so ein Monster. Kopfbälle hat er auch geholt. Der kann auch gut spielen. Eigentlich ein sehr guter Verteidiger. Ab und zu macht er mal einen Fehler, aber ansonsten sehr, sehr stark. Kann die wirklich stabilisieren. Der Weinziel ist jetzt bei Nürnberg. Genau. Weinziel, Breitenreiter und Rangnick. Seit Magath die einzigen Trainer, die aktuellen Job haben. Die sind mit Christian Elzer sehr erfolgreich und denken überhaupt gar nicht, ihn abzugeben. Ja.
Ach, das ist gerade eine Meldung. Kommen. Dann wäre es natürlich sehr, sehr bitter. Wort 1. Hat sich niemand von Schalke gemeldet? Okay. Klingt jetzt nicht so heiß. Und eins ist sehr gut immer informiert. Die haben auch gesagt, dass der Kreuzer Hertha kriegt. Michael Klein, Glück auf, Ilzer wäre die ideale Lösung. Aber wie realistisch wird das sein? Österreichs Trainer haben schon bewiesen, dass die in der Bundesliga Erfolg haben. Ja, jetzt nach der Meldung von Sport1, weniger realistisch, war jetzt so das heißeste Trainergerücht, was so diskutiert worden ist. Wir können ja jetzt mal die anderen Trainer durchgehen. Ich öffne mal hier Twitter. Da hat nämlich der Dirk Große-Schlamann und Andy Ernst schon einige Kandidaten ja, dementiert und einige kann und ein bisschen so ein Profilbild des neuen Trainers geformt. Da geht bei mir gerade nicht auf. So, über das Handy, ob das geht. So. Also, laut hier große Schlamann. Also bei einer Sache war der falsch, der große Schlamann. Ich halte mal das Handy hier weiter weg, damit das mit dem Mic kein Problem macht. Sag mal, falls das Tonprobleme gibt, dann können wir das anders lösen. Also Dirk große Schlamann hat geschrieben auf Twitter. Ich denke, dass der S04 heute durchaus schon die Kramer-Nachfolge präsentieren könnte. Meine Infos aktuell Reis eher nicht, Labbadia nicht, Materazzo nicht, Funkel nicht, Sonniger nicht. Löwen nicht. Und dann hat er noch danach geschrieben. Tedesco und Kofeld werden es auch nicht. Und Andy Ernst hat geschrieben. Zum Thema Chinel, erstens, S04 sucht aktuell eher das Profil Labbadia, nicht das Profil Trainertalent aus dem U-Bereich. Und zweitens, wäre Chinel der Wunschtrainer, hätte er sofort übernommen. Die Wege auf Schalke sind ja kurz. Auch er wiederholt sich nochmal, Tedesco. Und auch Büskens soll es nicht werden. Also das sind alles Dementis, die gerade ja da gekommen oder die rausposaunt worden sind in der Twitter-Welt. Ja, sind schon einige Trainer raus. Soll auch und auch noch, was ich glaube, Sky Dirk Große Schlamann auf Sky gesagt hat, der hat gesagt, es soll auch kein klassischer Feuerwehrmann werden. Also damit wären dann auch wahrscheinlich so Namen wie Friedhelm Funkel, Magath, so Trainer wären dann auch noch weg. Dann im Prinzip dementiert würden. Und halt die ganzen Jugendtrainer. Wird dann wahrscheinlich jemand mit Erfahrung sein. Es sind einige Namen, die da rausfallen. Also wenn's da mir geht, wenn ich mir so die jetzt jeder da die Wahrheit gesagt hat von den Schalke-Reportern und wenn das alles so stimmt, dann wird das wahrscheinlich ein so jemand wie so ein Ilzer aus dem Ausland und es wurde noch gesagt, man ist gerade mit dem Trainer dran, aber man muss sich noch mit dem Verein über eine Ablösesumme einigen. Das kam auch noch dazu. Das heißt, das wird kein Trainer sein, der gerade
Zeit zur Verfügung ist, oder das wird so jemand sein wie Reis, der gerade gekündigt worden ist, wo es dann drauf ankommt, der ist noch bei Bochum beschäftigt, aber nur beurlaubt. Da kann man ja gegebenenfalls auch eine Ablösesumme fordern aus Bochumer Sicht, aber der wurde ja scheinbar dementiert von Schlamann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ja, oder halt Hitz wird häufiger genannt. Wäre auch eine Möglichkeit. Aktuell in der zweiten Liga. Wobei ich glaube, Magdeburg war da auch nicht mehr so happy mit dem. Der steht da auch schon in der Kritik. Natürlich die Sache, wenn jetzt ein Trainer in der zweiten Liga in der Kritik steht, ob das dann so viel Sinn macht. Und Onur Çiner ist halt das mit Österreich. Ne? Der ist gerade im österreichischen Verband. Kann sein, dass das noch ein bisschen schwierig ist, dann da rauszukriegen. Vielleicht hat der Andy Ernst das ja so auf dem Schirm gehabt. Ja, das sind die Trainer, die mir einfallen. Am Ende wird es vielleicht einer, der gar keiner auf der Rechnung hat, ein Senyo Raul oder so, der gerade bei Real Madrid in der Jugend noch Trainer ist, den du da auch rauskaufen müsstest. Und der wird dann hier auf einmal Trainer. Schauen wir mal. Ezra selbst denkt wie Sport1 aus dem Umfeld FU ebenfalls nicht an einen vorzeitigen Abschied. Erst nach Saisonende könnten die Karten neu gemischt werden. Vertrag läuft noch bis 2024, ja. Das würde dann auch teuer werden. Übrigens, Leute, gerne mal einen Daumen nach oben reinballern und ein Abo da lassen, falls ihr neu hier seid. Ist wichtig für den Algorithmus, hilft dem Kanal, kostet euch nichts. Würde mich mega freuen. Edgar Lehr ist ein vereinsloser Innenverteidiger, 28, Marktwert 3 Millionen, war zuletzt Trabzonspor ausgeliehen, könnte ein interessanter Mann sein. Okay. Bin aktuell bei den ganzen Namen eher für einen Interimstrainer als Lösung, der sparte sogar Geld und musste nur einen dritten Trainer bezahlen. Namen im Umfeld sind, traue ich das nicht zu. Ja, ist aber auch die Sache, ob du dann die Saison so ein bisschen abschenkst. Ne? Wenn du jetzt mit einem Interimstrainer sagst, der bleibt auch nur bis Saisonende. Schwierig. Also interne Lösung wäre ich bei dir, wenn man so den Onur Çiner überzeugen könnte. Aber den dann nicht als Interimstrainer vorstellen, sondern als Trainer bis Saisonende. Ich halte jetzt nichts davon, Trainer zu holen, interimsweise bis Winterpause oder bis Saisonende. Gott sei Dank, oder selbst einen aus der Jugend, den dann verbrennen und dann den nächsten. Kein Fronzek oder Korkut. Fronzek wäre für mich auch Feuerwehrmann, also wird da auch rausfliegen und Korkut, bitte nicht, bitte nicht. Neururer Ablöse dann an Wattenscheid. Stevens hat bestimmt seinen Telefonstecker rausgezogen und sein Handy auf Flugmodus gemacht, ja. Falls er ein Handy hat. S04 braucht einen Motivator, sonst nix. Ilsa wird es. Typ braucht nur eins, seine Rente genießen. Er hat immer alles für Schalke gegeben, nur andere Regeln. Mirko Slomka, Ilsa wird aber frühestens im Winter freigegeben. Ja, Hüb Stevens. Hüb Stevens ist vorbei. War ein guter Mann, der 100-Trainer hier. Vereinslegende, aber ja, da würde ich nicht nochmal. Der kann sich hier nur alles kaputt machen, ne, was der sich aufgebaut hat. Keller. Ja, schauen wir mal, das sind die Stand der Dinge. So, ich wollte jetzt noch was machen und zwar auf Videos reagieren. Oh. Mal war bei der Keller. Mit dem habe ich nämlich geschrieben, der hat mir erlaubt, auf seine Schalke-Videos zu reagieren. Können wir uns also angucken. Der hat sogar ein neues gerade hochgeladen, habe ich noch nicht gesehen. Real Talk zur Hoffenheim Schalke plus Kramer Rauswurf, neuer Trainer. Nehmen wir mal das noch. Eine Schalke 11.
beiden Videos angucken. Also ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Ich muss mal gerade gucken, könnt ihr das hören? Das Video hören? Schreibt mal rein. Nur hören. Ach, wechselt Bildschirm. Also ich lasse das jetzt mal ganz kurz anlaufen, das Intro. Hätte gedacht, dass seine Stimme heute ganz weg ist durch einen sehr wuchtigen. Ich sehe hier, wird ein bisschen, aber das muss lauter gemacht. Auch mal hier die Kopfhörer. Die Bock haben noch. Da hört ihr, oder? Hört ihr was? Ja. Dann mal hier rüber. Dann reagieren wir mal auf sein Video, 27 Minuten lang. Wird mal auf den Part rüberspringen, wo es dann um den neuen Trainer geht. Und dann gucken wir uns noch die Schalke 11 an. Ja, sehen noch nicht. Ich muss auch erst umstellen. Da sind wir. Jetzt sehen mich oben in der Ecke. So, stellen wir uns hier mal in die Mitte hin. Und hören mal, was der Keller sagt. In seinem Video, neues Video, Real Talk zu Hoffenheim, Schalke plus Kramer Rauswurf und neuen Trainer. Mich würde auf jeden Fall der neue Trainer seine Meinung zum neuen Trainer interessieren. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das war gestern, war es ein Offenbarungseid. Gestern war so nochmal der Höhepunkt. Ich spring mal zu dem Bereich, wo es um Mir den bei einer neuen Trainer Trainersache geht. noch nie so sicher. Ich sag, Reis wird's. Ich glaube nicht Okay. an Reis. Man hört doch die ganze Zeit, dass sie denen das nicht zutrauen. Man muss wohl sagen, das ist ja ein Stream-Highlight. Also jetzt werden ja wieder ganz andere Namen diskutiert. Reis wurde dementiert von, ich glaube, von der große Schlamann. Also deswegen ist das jetzt nicht tagesaktuell, aber wir hören mal rein, was ob Von dazu wegen sagt. Druck etc. Kommt aus dem Ruhrgebiet, kennt die Mentalität, kennt den Abstiegskampf, hat mit Bochum auch was aufgebaut. Ich glaube, das ist genau das Anforderungsprofil, was die Verantwortlichen da suchen. Also ist meine Meinung. Von allen genannten Trainern, die da sind, Tedesco eventuell. Ja, Tedesco ist der größte Blödsinn dann, anhand der Argumentation. Wenn die dem den Druck nicht zutrauen, trauen die dem Tedesco den Druck zu, der einmal schon gezeigt hat auf Schalke, dass er damit gar nicht umgehen kann. Tedesco macht gar keinen Sinn. Anhand der Diskussionslage. Auch wenn der Safe mit in den Pott gerade reingeschmissen wird, genau wie ein Hütter, genau wie ein Zorniger, glaube ich, ne? Ist noch mit drin im Pott. Materazzo ist drin im Pott. Die ist normal, dass die reingeschmissen werden. Oder der Hoeneß, Hoeneß, das sind alles Namen, die gerade jetzt reingeschmissen werden. Vollkommen normal. Aber auch gefühlt die ganze, also das muss ich auch sagen, gefühlt jeder Name einfach wird reingeworfen, ne? Auch von den Medien so, die dann jetzt mittlerweile auch ein paar oder die meisten dementiert worden sind. Aber auch so Namen wie Adi Hütter, Tedesco. Tedesco ist ja wenigstens noch ein Schalke-Bezug da. Aber Adi Hütter, der ist ja, wie will man den bezahlen? Ich meine, er hat 5 Millionen verdient in Gladbach. Der kam mit einer Ablösesumme, die auch Millionenhöhe hatte, nach Gladbach, war mit Frankfurt Europa League sehr, sehr weit gekommen, ist Meister geworden in Schweiz, Österreich. Das sind Trainer, wie willst du die denn bezahlen? So, und die werden dann einfach reingeworfen mit in der Diskussion, weil es halt Schalke ist. Und gefühlt jeder Name von richtig schlecht, richtig billig bis fast die Creme de la Creme. Also mich hat es gewundert, dass Tuchel und Zidane oder so noch nicht von den Medien irgendwie ins Spiel gebracht worden sind. Aus meiner Sicht haben die sich da schon entschieden. Meinst du, Tedesco wird die gleiche Schiene wieder fahren oder vielleicht doch was anderes machen, planen? Ich glaube, die werden das Risiko Tedesco nicht eingehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil der bereits einmal auf Schalke gescheitert ist. Und quasi mit drin war in dem Boot, wo die ganze Scheiße anfing, ne? Rund um Heidel und. Ja, das war ja so mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Nicht, dass der dafür jetzt main verantwortlich war oder ist, aber er war halt mit drin in dieser Höwedes, Naldo, Identifikationsfiguren vom Hof jagen, Leute wie Rudi holen, als Wunschtransfers deklarieren. Er war nun mal mit drin. Ich glaube nicht, dass die den Tedesco zurückholen. Aber das wäre für mich.
Jeder andere Trainer als Reis wäre für mich eine absolute Überraschung. Auch an die Leute, die das wieder auf dem Highlight-Kanal sehen, kann sein, dass heute schon Trainer neuer da ist. Ja, ja, das ist ja das. Das ist ja tagesaktuell. Aber ja, also jetzt wird ja gerade der Ilzer diskutiert, wobei jetzt gerade von Sport1 auch wieder so ein halbes Dementi gekommen ist, dass also die Namen, die gerade kommen, also und alle, die jetzt raus sind, wenn es jetzt nicht Ono Chinel ist, wird mich halt alles total überraschen. Ilzer hatte ich gar nicht auf der Rechnung vor heute gehabt. Der Name hat mir gar nichts gesagt. Ist, das weiß ich heute nicht, aber für mich alles andere außer Reis wäre für mich eine ganz, ganz dicke Überraschung. Angeblich darf der neue Trainer jetzt doch sein eigenes Team mitbringen. Falls das stimmt, keine Ahnung, wundern tut's mich nicht, weil das war der Grund, warum du zum Start der Saison nur einen Kramer gekriegt hast. Das war der Main-Grund. Und nicht mit gar kein Trainer hat Bock auf Schalke und keiner will dahin, die haben nur Kramer gekriegt, das ist Bullshit. Die haben nur einen Kramer bekommen, weil die gesagt haben, Büskens, Kreuzer. Ja, das auch auf jeden Fall. Ich glaube aber auch finanziell. Das ist halt auch der Riesenfaktor, ne? Weil Schalke kann halt nicht mehr oder konnte nicht mehr so viel Geld bezahlen für einen Trainer oder wollte auch nicht mehr so viel Geld bezahlen für einen Trainer. Ich meine, man hat dann einen Polter geholt. Ich meine, das Geld für einen Polter hätte man auch in den Trainer investieren können. Also grundsätzlich hätte man vielleicht auf der Spielerseite irgendwo sparen können, um dann Geld in den Trainer zu investieren. Aber ich glaube, wenn man sich so gesagt hat, der Trainer muss in diesem Rahmen stattfinden, damit du Uwe Schröder so und so viel Budget für den Kader zur Verfügung hast, dann bleiben da auch nicht mehr so viele Trainer übrig, weil Schalke ist vor der Saison gerade jetzt natürlich wieder so ein heißer Stuhl, wo man sehr schnell dann gegangen werden kann. Aber ja, vor der Saison war das natürlich interessant, auch mit der Aufstiegs-Euphorie für einen neuen Trainer. Das war natürlich auch ein Riesenfaktor, dass man da keinen Co-Trainer mitnehmen konnte, aber ich glaube, finanziell war es halt auch ein Riesenfaktor, so. Zumindest von den Planungen, von den Vorgaben, von den Budgets her. Alle bleiben auf der Bank sitzen, nur du als Trainer kommst ohne dein Stuff. Und Kramer war der Einzige, der gesagt hat, alles klar, mache ich. Das war der Grund. Die werden jetzt auch festgestellt haben, was wir auch seit Wochen predigen, dass kein Trainer, der ansatzweise was von sich hält, auf seinen Trainerstaff verzichten wird. Wird keiner machen. Und sollte das jetzt angekommen sein, check. Ich kann das. Ich glaube auch jetzt mittlerweile, also der Knebel hat ja auch so angekündigt, da wird es weitreichende Konsequenzen haben und da wird man sich auf vielen Sachen verbessern wollen. Ich glaube schon, dass der, wenn da jetzt ein neuer Trainer kommt, dass der, vielleicht bleibt der Büskens drin, aber zumindest wird er seine eigenen Co-Trainer und Stuff seiner Wünsche auch ein bisschen anpassen. Und dann muss man halt gucken, ob er mit dem Büskens noch zusammenarbeiten möchte oder ob der Büskens dann eine andere Funktion kriegt. Ich sage jetzt nicht, dass der aus dem Verein fliegt oder so, der Büskens, aber der wird ja, der kann ja auch woanders arbeiten. Der möchte ja gerne mit jungen Spielern arbeiten, dann kann er in diese Funktion vielleicht zurückkehren in diesem Trainerteam, der dann explizit für die jungen Spieler da ist. Oder generell im Jugendbereich oder eher in Richtung Teammanager und dem Asa dann eine neue Aufgabe geben. Da muss man halt einfach intern gucken, wie man das Ganze löst. Aber ich würde jetzt auch nicht mehr das vom Büskens abhängig machen, ob ein neuer Trainer kommt oder nicht, ob er mit dem Büskens arbeiten möchte oder nicht. Nachvollziehen auch alles. Mittlerweile, ich habe gestern die letzte Folge der Schalke-Doku geguckt. Ich weiß nicht, wer von euch die schon gesehen hat. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Mittlerweile weiß ich, warum Uwe Schröder nachgesagt wird, dass er keine Trainer kann. In der letzten Folge, finde ich, siehst du das ganz gut. Ende vorletzte Folge, Anfang letzte Folge. Da siehst du das, wieso er keine Trainer kann oder ihm das nachgesagt wird. Traurig nur, dass wir normales so denken und die nicht im Geschäft involviert sind. Und die meinen, das Geschäft verstehen, sollte man immer solche... Ja, Robson, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber bei Uwe Schröder ist das Problem und auch bei Knebel. Du siehst es bei der Kündigung von Gramotzes in der Doku. Die beiden sind auf eine gewisse Art und Weise für dieses Geschäft in diesen Entscheidungen zu menschlich. Ja, finde ich auch voll. Also
Das finde ich auf der einen Seite geil, auch Schalke, so gerade so in diesem Aufstiegsjahr, dass das wirklich so menschlich ist, dass man wirklich das Gefühl hat, dass jeder nahbar ist. Auch, also ich war ab und zu mal beim Training dabei. Jeder, der da war, von den Verantwortlichen, grüßt jeden einzelnen Fan und guckt nicht weg, sondern das ist so ein Miteinander und auch intern hat man das die ganze Zeit gesehen, alles auf Augenhöhe, auch Spieler, Trainer und so weiter. Klar gibt es da eine gewisse Hierarchie, aber da war auch viel Kommunikation. Und dann, ja, dann spielt dann das Menschliche auch viel mit rein. Da wird viel geflaxt und viel auf Kumpelbasis wird dann da gehandhabt. Keine Ahnung. Ich sag mal, wenn es läuft, dann interessiert es halt auch keinen. Ne? Aber das Problem ist halt, wenn du dann in diesen Entscheidungen bist, um dann, sag ich mal, diese Reißleine zu ziehen, dann macht es halt in deinem Kopf so, ja, aber vielleicht ist er doch noch gut genug für Schalke. Dann ziehst du da auch vielleicht viel zu viel Positives aus der Sicht des anderen, wo du eigentlich professioneller hättest sagen müssen, nee, guck mal, die ganzen Sachen sprechen dagegen und es macht jetzt in der Situation keinen Sinn mehr, mit dem Trainer weiterzumachen. Weil ich bin schon mit dem Gramotzes und auch jetzt mit dem Kramer, hatten wir jetzt zweimal einen Trainer erlebt, wo wir schon extrem lange festgehalten haben. Beim Kramer habe ich ja auch gesagt, 2 Spiele längst überfällig, mindestens zu viel gegeben, vielleicht sogar 3. Und beim Gramotzes hätte man auch, ich weiß jetzt nicht mehr wann genau, aber da hatte man mehrere Zeitpunkte gehabt, die wirklich sehr, sehr gut waren, auch für einen neuen Trainer. Muss ja auch immer direkt überlegen, der neue Trainer, was der dann für einen Start hat. Hat er eine englische Woche, ist gerade Länderspielpause und so weiter und so fort. Was für Mannschaften werden da gerade gespielt? Kriegt er gerade die ganzen Top-Duelle oder kriegt er Mannschaften, die man schlagen kann? Und ja. Da denkt man halt, wen immer für den eigenen Trainer, der gerade da ist, der natürlich dann auch Verhältnis gerade aufgebaut hat, weil man da auch menschlich oder vielleicht auch familiär, das funktioniert ja beim Bayern auch immer, aber da wird dann halt immer die Reißleine irgendwann gezogen, ne? Das ist halt der große Unterschied so zu vielleicht anderen Vereinen gerade, aber ja. Das ist einfach zu menschlich. Das ist immer diese Beziehung, bester Freund, wir sind Freunde und ich kann einem Freund jetzt nicht sagen, ey, du musst jetzt gehen, aber ich bleib hier und das ist dieses Main-Problem. Wir sind alle Freunde und keiner gräbt den anderen eine Grube, wir sind alle zusammen. Ja, dieses bisschen zu weich für dieses Geschäft. Bei Trainerentscheidung. Spieler ist nochmal was anderes. Ein Spieler kommt und geht. Auf Schalke kannst du das über den Trainer auch sagen. Aber der Trainer ist gefühlt 24-7 mit den Leuten in der Konstellation zusammen. Und was Trainerfragen angeht, ist Rufen Schröder so auch mit Knebel. Man sieht es da so ein bisschen in der Doku. Das ist zu menschlich irgendwie. Ja, ein bisschen zu weich kannst du eventuell nennen. Was gar kein schlechter Charakterzug ist, Bruder. So ein Charakterzug gibt es auf der Welt gerade viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber im Fußballgeschäft ist so ein Arschlochgeschäft. Und da. Also in den wichtigen Momenten muss man dann halt die Entscheidungen treffen. Da muss man, du kannst ja so ein Verhältnis haben, du kannst halt wirklich auch freundschaftlich, nur beide Parteien müssen halt wissen, du kannst das ja auch dann offen kommunizieren, aber dann halt sagen, guck mal, so sieht's aus, hier geht's nicht um dich persönlich, so, wir können nach Schalke 04 in Kontakt bleiben, alles schön und gut, so. Aber es geht jetzt hier um den Verein. Ich habe jetzt die Aufgabe als Manager oder Sportdirektor und nimm es bitte nicht persönlich. Punkt. Und dann halt die Entscheidung treffen, die man zu treffen hat. Ansonsten kannst du ja so ein Verhältnis haben. Das ist, finde ich, nicht, finde ich sogar noch gut. Nicht schön, wenn man in so einem Verein, wenn ich auch selber Fußball gespielt habe, wenn der Trainer und die Leute drumherum, wenn die dich wertschätzen, wenn du. Auch wenn du bei so einem Arbeitgeber bist, wo du wertgeschätzt wirst, dann bist du motivierter dabei. Das finde ich gut, aber in den wichtigen Momenten muss man dann auch ganz klar sagen, hier ist die Grenze, hier geht es jetzt ums Geschäft. Sind wir professionell, haben wir das aufgearbeitet und jetzt ist der Schluss.
Nimm das nicht persönlich, es geht nicht um dich, es geht um die Sache und fertig. Da ist dann halt echt schwierig. Schwierig, schwierig. Aber die Szene da kam mir so vor wie, keine Ahnung, du bist mit einer Perle 4 Jahre zusammen, was weiß ich, denn ein Jahr zusammen. Alles war schön, aber du merkst für dich, oder eine Partei hat keine Lust mehr. Die mag die andere Partei aber super gerne und weiß nicht, wie sie es beenden soll. Die weiß eigentlich, es hat keinen Sinn mehr, aber wie soll ich das beenden? Und im Fußballgeschäft ist halt nicht mal eben eine SMS schreiben und dann beten, wir sehen uns, wir laufen uns nicht mehr über den Weg. Das musst du so machen. Und dafür sind die beiden, glaube ich, echt nicht gemacht, ne? Dieses Trainer Leute vor die Tür setzen. Aber welcher Trainer tut sich diesen Kader an? Aldarius, ich bleib dabei. Der Kader ist nicht. Der Kader ist besser, als er gemacht wird. Ja, sehe ich auch. Also man hat ja ab und zu Spiele gesehen gegen Gladbach am Anfang. Da konnte man mithalten. Aber ich sehe halt auch komplette Schwachpunkte. Das fängt an mit der Innenverteidigung, wo jetzt sogar ein Großteil von ausgefallen ist. Das hat für mich kein Bundesliga-Niveau. Torwart auch sehr schwierig. Sehr schwierig. Außenbahn, sowohl Außenverteidiger als auch davor. Ja, auch gerade so Bundesliga-Level. Wo wir wirklich gut besetzen, ist zentrales Mittelfeld. Sei es jetzt zentral. Sei es jetzt 8er, 6er oder 10er. Da sind wir gut besetzt und auch sehr viel besetzt. Und im Sturm ist es halt auch gut, wenn du die einsetzen kannst. Da kannst du nicht die langen Bälle spielen, weil das sind keine Stürmer, um Bälle festzumachen. Aber du hast schnelle Stürmer. Wenn du jetzt Larsson als Stürmer siehst zum Beispiel oder Bülter, die du schicken kannst, die um den Stürmer herumspielen können. Oder du hast halt diese klassischen Finisher vorne drinne, Terodde, Polter, die du mit Flanken oder Zuspielen füttern kannst, die du in diese Abschlusssituation bringen musst. Und dann noch ein Karaman hinten dran, also auch von der Quantität sehr, sehr gut. Aber gerade so Innenverteidigung plus dem Torwart, das sind halt dann auch zwei Positionen, die zusammen ja auch, so funktionieren. Ne? Ein Innenverteidiger braucht immer, oder eine Innenverteidigung, eine Viererkette braucht immer einen guten Torhüter. Diese Abstimmung da und diese Sicherheit, die ein Torwart dann auch der Viererkette geben kann. Auf der anderen Seite, wenn die Viererkette so wackelig ist, dann kommen ja so viele Torschüsse auf dein Tor zu. Und dann ist der Torwart natürlich auch die undankbarste Aufgabe. Und dann ist halt für einen Torwart auch sehr, sehr frustrierend. Und dann kommst du da auch schnell in ein Loch rein. Und ja, das in dieser Kombination ist schon schwer für der Liga zu bleiben mit diesem Kader, finde ich. Also man kann es schaffen, aber es ist jetzt nicht ein Kader, wo ich sage, okay, es ist Mittelfeldkader oder so. Ist auf keinen Fall. Heißt es besser, als er gemacht wird? Der Kader wird schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Punkt. Jetzt gerade zwar schwierig, Salazar verletzt, Vandenberg verletzt, Breite bisschen schwierig, aber der Kader wird schlechter gemacht, als er ist. Die Verteidigung hat nicht mal Zweitliganiveau. Greimel Vandenberg ist. Aber ich würd mir wünschen, dass der recht hat, weil das heißt ja, der neue Trainer kann da viel, viel mehr rausholen und dann haben wir hier auf jeden Fall Mut, da nochmal Gas zu geben und die Saison nochmal umzudrehen. Aber für mich, ich für mich persönlich sehe da schon gerade hier, also gerade an sich, wenn du so alle Spieler guckst, sind viele bei, die Bundesliga-Qualität haben, aber wenn du jetzt auf die Position dann nur guckst, auf einzelne Positionen sind die halt unterdurchschnittlich dann besetzt. Das ist eine Bundesliga-Verteidigung. Punkt. Keine Bundesliga-Verteidigung, die um die internationalen Geschäfte mitspielt, aber eine Verteidigung, die gegen den Abstieg kämpfen kann. Mit dem Kader, dabei bleibe ich auch, kannst du besseren Fußball spielen als das, was jetzt gezeigt wird. Reimel nicht mit mehr spielen. Ja, Fußball auf jeden Fall. Und das ist halt auch die Hoffnung, ne? Wenn du jetzt mehr fußballerische Lösungen zeigst, ich schau mal in Abschlusssituationen bringen kannst, dass du dann da auch mehr Tore machst und dann auch mehr Spiele gewinnst. Das sehe ich aber auch so. Spielpraxis in Zukunft ja, aber nicht neben Yoshida. Yoshida ist bei mir nicht einmal gefallen, der Name. Nichts von Yoshida erzählt. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich war so erschrocken. Wer von euch hat Ed Broski geguckt? Wo die über Schalke
über Schalke gequatscht haben. Die Experten. Bruder, what the fuck? Der Trainer ist nicht schuld und es liegt nicht am Trainer. Hä? Ja, also ich muss generell sagen, es ist jetzt nicht schon bei Ed Broski, sondern auch bei Doppelpass jetzt so gewesen, dass da häufiger Experten sind. Und wenn du als Fan von einem Verein bist, kennst du diesen Verein sehr, sehr gut und dann entlarvst du immer diese sogenannten Experten, die einfach Scheiße labern. So, ne? So häufig ist mir das aufgefallen, gerade auch, wo ich jetzt hier mit diesem ganzen Schalke-Kanal hier angefangen habe, wo man sich dann vielleicht nochmal mehr mit dem Verein beschäftigt, wie wenig Ahnung dann die sogenannten Experten dann wirklich haben so, und dann Sachen einfach sagen, sehr selbstbewusst natürlich immer, die dann aber im Endeffekt mehr so Stammtischparolen sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. Bei mir zieht das Argument gerade nicht. Die Mannschaft ist schuld. Zieht bei mir null. Weil für mich die erste Elf, für mich die beste Elf durfte nie spielen. Das ist eine Trainerentscheidung. Und ich bin im Glauben, die Spieler, die fußballerisch besten Spieler, packst du die in die erste Elf, was wie gesagt 3 Spieltage möglich war, mit einer Grundidee Fußball spielen zu lassen, dann hättest du 1-2 Punkte mehr auf dem Buckel und würdest nicht so verunsichert dastehen wie jetzt. Ich meine, auch jetzt, ne, hatten wir trotzdem viele Spiele, die hätten anders ausgehen können, also zu unseren Gunsten. Wenn man mal bei Köln die Schiedsrichterleistung wegnimmt, aber da wollte ich gar nicht. Ich wollte Wolfsburg ansprechen, macht der Rodde den Elfmeter rein, hast du da auch direkt 2 Punkte mehr gehabt, ne? Gegen Ende jetzt natürlich sind wir komplett abgedriftet mit dem Kram, aber da merkt man halt auch, dass man ja viele Punkte hätte noch mehr sammeln können, ne? Dass die Mannschaft eben gegen andere Mannschaften sich hätte durchsetzen können. So gegen Gladbach hast du geführt, gegen Dortmund kriegst du in der Schlussphase das Gegentor. Was war noch für Spiele? Waren einige Spiele dabei, Stuttgart in Unterzahl konntest du nicht schlagen. Augsburg hätte es auch normalerweise gewinnen müssen. Da waren super viele Spiele, wo man jetzt nicht gesagt hat, Schalke war da bodenlos schlecht, sondern sind halt sehr unglücklich auch gelaufen. Und gegen Stuttgart hätten wir das Tor machen müssen. Da ist Salazar zweimal gescheitert. Auch ein Kraus, meine ich, war das in diesem Spiel. Und in Augsburg kriegst du dann halt spielt der halt Fußballgott alles in deine Karten und du nutzt es halt nicht und kriegst dann noch einen Gegentreffer. Und verlierst halt das 3-2, aber nur Stuttgart und Augsburg, wenn du die in Überzahl beide gewonnen hättest, hättest du jetzt 4 Punkte mehr. Wärst jetzt nicht auf dem Abstiegsplatz. Das ist meine Meinung. Deswegen ist der Trainer-Rausschmiss die richtige Entscheidung. Zu spät, 2 Spieltage zu spät. Der hätte gegen Leverkusen aus meiner Sicht schon gehen müssen. Das war einfach naiv. Sag mal die beste Elf, check mein letztes Video auf dem Highlight-Kanal ab, da steht die. Pölter muss aber auch spielen. Klar muss der spielen. Der war aber die letzten Spiele aus meiner Sicht halt auch kacke. Sind am Ball Mollet, Larsson und Salazar besser. Was jetzt nicht heißt, dass Pölter ein Kackspieler ist, um Gottes Willen. Dann stell Pölter vorne rein gegen gewisse Teams und lass einen Terodde draus. Genau, und Drexler ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ne? Also der ist auch eigentlich mittlerweile der beste Spieler bei uns, rein von den Scores her und von dem Impact her. Klar hat er seine Schwächen, Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber der hat. Wird ein bisschen auch schlechter gemacht, als der ist. Er hat super viele, jetzt auch wieder im Pokal hat er wieder ein Tor gemacht, super viele Vorlagen, Tore gemacht, immer wieder gefährlich. Kommt mir immer auch häufig zu schlecht weg und ist, sehe ich halt auch immer in Aufstellungen, sehe ich den halt nie drinne. Und habe ich auch mich mal geäußert zu, dass ich das schade finde. Wenn du den pro Minute runterrechnest, das ist ja auch nochmal ein Spieler, der sehr wenig Einsatzzeit hat verglichen mit anderen Spielern. Also der ist schon eher so der Stammspieler, aber der wird halt auch immer so zur 70. Minute spätestens ausgewechselt. Ne? Hatte auch schon eine rote Karte. Ich guck mal gerade die Stats vom Drexler an. So, gehen wir mal rein. Ich will hier nichts Falsches sagen. Aber der hat halt in 10 Spielen 4 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Also insgesamt 7 Scorer, direkte Scorer, der hat auch noch andere Tore eingeleitet. Der hat der Bundesliga nur 543 Minuten und im Pokal nur 89 Minuten. Da
Das sind insgesamt 632 Minuten. So, jetzt machen wir mal Dreisatz. So. Machen wir mal Dreisatz. Also insgesamt hat er in der Saison 632 gespielt. Teilen wir durch 90. Dann haben wir einen Wert von 7,0222, also ungefähr abgerundet 7. Und er hat 7 Scorer. Das heißt, pro Spiel ein Scorer macht er, wenn man das auf 90 Minuten rechnet. Das ist ein überragender Wert. Überragender Wert. Häufig wird er mir schlecht geredet. Extra. Oder vergessen. Außen. Auch kein Thema. Einfach leider ein untrainierbarer Verein. Wird immer wieder aufs Neue unter Beweis gestellt. Mit Killers Weggang begann der Abstieg. Nee. Der Abstieg begann mit Christian Heidel. Mit der Degradierung von Breitenreiter. Ja, Damit fing es an. ich Das war auch. der Anfang vom Ende. Steini, welcher Kader außer Bochum ist schlechter? Ich stelle mal eine Gegenfrage, weil für mich ist das vollkommen der falsche Ansatz. Welcher Kader ist denn schlechter? Schalke hatte letzte Saison in der zweiten Liga, war unter den Top 3 der Kader. Wie viele Vereine haben mit schlechterem Kader, viel, viel weniger Etat als Schalke in der zweiten Liga, Schalke dahergespielt. Ich erinnere an Regensburg, die ein paar Spieltage auf Platz 1 waren, wo die dachten, was geht denn da ab? Welcher Kader ist denn besser, der Kader von Dortmund oder der Kader von Union Berlin? Wie ging das Spiel aus? Versteht ihr, was ich meine? Schalke hat keinen Champions League-Kader. Schalke hat keinen Kader, wo du easy Europa spielst. Schalke hat keinen Kader, wo du auf ganz entspannt im Tabellenmittelfeld rumpimmelst. Darum geht's mir nicht. Aber dafür ist ein Trainer da, das Maximum rauszuholen. Und das wurde nicht rausgeholt aus dem Team. Ja, absolut guter Punkt. Das sieht man halt auch zum Beispiel bei Union. Richtig guter Punkt. Wenn du einen geilen Trainer hast, der perfekt zur Mannschaft passt, wo die Automatismen alle ineinander greifen und wo der Kader auch homogen zusammengestellt worden ist, dann ist die Qualität des Einzelspielers gar nicht mehr so wichtig. Dann kannst du auch mit einer mittelmäßigen Mannschaft auf einmal die Top-Mannschaften ärgern. Union steht jetzt auch zu Recht auf Platz 1. Da wurde nicht das Maximum rausgeholt. Salz in die Wunde als Dortmunder. Nee, aber einfach, dass ihr versteht den Vergleich. Immer diesen, welcher Kader ist denn schlechter? Du bist ja kein Fußballmanager, was du online spielst, wo du auf Krampf einfach die besten Spieler kaufst und am Ende einfach, der schießt halt ein Tor, egal was. Ja, das ist halt auch wirklich so, ne? Echtes Leben ist halt, also jeder, der selber Fußball gespielt hat, der weiß, wie das in der Kabine abläuft. Gerade im Seniorenbereich dann auch noch, der weiß dann, wie viel auch zwischenmenschlich einfach auch ausmacht und wie wenig dann auch teilweise, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, taktische Entscheidungen dann eine Rolle gespielt haben bei gewissen Trainern. Teilweise dann ja, aber nicht immer. Und ich habe irgendwo mal bei irgendeinem Taktikblog mal gelesen, dann hat der Trainer irgendwie die Spieler da ausgewechselt und dann hat der Taktikblogger geschrieben, dass das ein super, super, super Geniestreich war, den Spieler auszuwechseln und den dann den anderen reinzutun, weil er irgendwie das Spiel offensiver besser gestaltet. Dann hat er dem Taktikblogger dann aber gesagt, nach Spielende, dass der das nur gemacht hat und das war Profi-Level, weil er irgendwie mit der Frau oder so nicht gut klarkam oder so. Irgend so eine Gossip-Geschichte. Ich weiß ja nicht mal, ob Frau oder ob die Frauen sich nicht verstanden hatten, der Spieler oder so. Und deswegen Streit zwischen den Spielern war. Irgendwie sowas war das. Irgendwas mit einer Frau. Und da hat es dann halt nicht funktioniert. Und das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich so. Auch, und das ist mir extrem klar geworden, wie unprofessionell und wie vergleichbar das ist, auch mit unterklassigen Ligen in der Saison, wo Schalke abgestiegen ist, wo viele Internas dann auch einfach mal rausgekommen sind, wie amateurhaft es auch einfach auf Profilevel abgeht. Was du einstellst. Es fehlt ein Trainer mit einer Idee, ein Trainer mit einer Vision, ein Trainer, dem ich glaubwürdig abkaufe, der weiß, was der da tut. Und machen wir uns doch nichts vor, auch das Gelaber mit, ach, Kramer hat doch nie eine faire Chance bekommen. Bruder, Kramer hat sich doch selber ins Ausgejagt.
Das fing mit der Salazar-Thematik an, die keiner verstanden hat. Das fing dann damit an, oder ging damit weiter, dass alle Neuverpflichtungen keine Rolle gespielt haben, die als die Star-Transfers dargestellt worden sind mit, oh mein Gott, wie kann Schalke sich in der aktuellen Situation solche Spieler leisten? Und keiner hat eine Rolle gespielt bei dem. Und dann kommt halt noch dazu, dass halt auch das Ergebnis nicht stimmt beim Trainer. Wo du dir dann die Frage stellst, hä, da sind Leute auf der Bank, die in ihren alten Vereinen performt haben und die gerade Schalke fehlen irgendwo, aber die spielen trotzdem nicht. Und deswegen... So, gerade so Aydin auf der Bank lassen, dann spielt Matriciani, wenn der Aydin dann irgendwie mal, wenn wirklich jeder da verletzt war und es wirklich gar nicht mehr ging, mit Matriciani reingeworfen wurde, hat man direkt eine Leistungssteigerung gesehen. Also dieses Leistungsprinzip hat da irgendwie nicht geherrscht. Ich weiß auch nicht warum. Und immer so diese komischen Ausreden. Mollet hat irgendwie, muss sich noch anpassen an der Liga und steht deswegen nicht mehr im Kader. Spielt dann, wo der mal gestartet hat, sehr, sehr gut, trifft den Pfosten und so. Das habe ich auch alles gar nicht verstanden. Null verstanden vom Kramer, aber keine Ahnung. Zählt für mich gerade dieses Argument noch nicht, dass die Mannschaft daran schuld ist. Ich bleib dabei, das ist aktuell immer noch Trainer. Und das gestern, die Ausstellung, war eine Bankrotterklärung. Also das hat mir noch einmal mehr gezeigt, dass der überhaupt nicht weiß, was er da tut. Er war maßlos überfordert. Auch ja, warte, jetzt. Wenn du einfach gesehen hast, der ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Ist wahrscheinlich auch ein geiler Typ. Aber als ich bei der Doku das schon gesehen habe, das war einfach so, das ist so Luftpumpenkacke, Alter. Nen Baum, nen Groß und, also... Alles Leute, die nix ausstrahlen, gar nix. Die strahlen alle nix aus. Also jetzt, wo Groß und Baum und alles erwähnt worden ist, ich habe ja eben die Statistik genannt, von den letzten 9 Trainer auf Schalke ist gerade gar keiner Cheftrainer. Das spricht zum einen, dass man wirklich sehr, sehr schlechte Trainer geholt hat, die bei anderen Vereinen nicht mehr funktionieren. Oder man, wenn die auf Schalke gekommen sind, dass die danach komplett durch sind. Kannst halt das gibst und mit der Fahne wedelst, hey, wir sind Aufsteiger, wir steigen in. Krasser Trainer. Bam, matched. Trainer, der die Spieler besser macht. Ja, im Kollege nicht gehabt in den Kommentaren auf dem Highlight-Kanal, wo mir auch schon wieder lacht, der Bruder, hört ihr überhaupt nicht zu. Du vergleichst jetzt nicht ernsthaft Freiburg mit Schalke, oder? Weil ich gesagt habe, Freiburg verhältnismäßig schwächerer Kader, krasser Trainer. Bam, matched. Trainer, der die Spieler besser macht, im Konstrukt zusammen. Mir ging es um das Beispiel, nicht um die Mannschaft Freiburg. Aber die ist ein Beispiel für mich. Ja? Ich hätte auch Union Berlin nennen können. Nichts damit zu tun, dass Schalke wie Freiburg ist. Aber so funktioniert es halt nun mal. Schwächeres Team. Wobei ich auch glaube, dass man schon als Trainer auf Schalke schwerer hat als auf Freiburg oder Union oder so. Weil halt einfach... Egal wer kommt, es gibt immer einen Schalker, der den Trainer scheiße findet. Und dann hat er schon, ich weiß noch, wo Kramer angefangen hat, da war Hälfte der Fans hatten gar keinen Bock auf den. So, und sagen wir jetzt mal Tedesco, wenn der kommen würde, weil der halt auch schon da war, gibt schon bestimmt 20% im Fanlager, die gar keinen Bock auf Tedesco hätten. Und da ist es sehr, sehr schwierig, den perfekten Trainer dazu finden, der jeden zufriedenstellt. Und dann geht es halt meistens nur über Ergebnisse, wenn die nicht stimmen, dann wird es dann schwierig. Da muss ein guter Trainer sein. Krasses Team, da kannst du auch vermeintlich mal einen Trainer hinsetzen, der in anderen Vereinen gnadenlos gescheitert ist. Du vergreifst Freiburg mit Schalke. Da dachte ich mir auch schon, ihr wollt nicht zuhören, ne? Ja, Köln auch. Köln ist auch ein gutes Beispiel. Dafür ist ein Trainer verantwortlich. Das maximale Raum... Köln ist einfach... ein Beispiel dafür, weil ich kann mich noch erinnern, als wir gegen Köln gespielt haben in der Abstiegssaison, war das so gefühlt für mich die einzige Mannschaft, die schlechteren Fußball in dem Spiel, wo wir gegen die gespielt haben, als wir. Und selbst das haben die zwar gewonnen, aber habe ich mich schon gefragt, so ey, die haben ja gar keine Qualität im Kader und die haben halt gar keinen Fußballstil, was sie da spielen, gar keinen. Wir hatten halt wirklich diesen Fußball, was wir teilweise jetzt in den letzten Spielen gespielt haben, langer Ball nach vorne und irgendwie versuchen zu verteidigen, da ging halt gar nichts. Am Ende hat es trotzdem gereicht, um uns zu schlagen, aber da haben die auch noch ein paar Spieler abgegeben
konnte sich gar nicht verstärken, weil, denke ich mal, nicht das Geld da war oder keine Ahnung warum. Und dann haben die nur den Baumgart geholt und auf einmal spielen die super Fußball und holen viele Punkte. Auszuholen. Und die größte Challenge für einen Trainer ist, die Mannschaft dahin zu kriegen, dass sie für dich als Trainer durchs Feuer geht. Das ist die größte Challenge als Trainer. Und das habe ich bei Kramer, als der schon angecallt worden ist, dass er Trainer wird, war für mich klar, das wird keiner sein, wofür die Spieler irgendwie mal durchs Feuer gehen würden. Trotzdem braucht auch der Neuschalker zwingend einen neuen IV. Denn das ist wirklich nicht gut. Natürlich musst du in der Winterpause noch mal was machen auf dem Transfermarkt. Das versteht sie doch von selbst. Auch jetzt aufgrund wieder der Verletzungswelle, die Schalke hat. Aber das, meine Formation, die war 3 Spieltage möglich. Und die hast du nie gesehen. Nimm mir ein Spiel, wo Salazar und Larsson länger als 5 Minuten zusammenspielen durften. Gibt's keins. Natürlich musst du im Winter was machen. Da wird ja auch der neue Trainer sagen, Bruder, ich will so und so spielen lassen. Den brauche ich nicht. Der kann weg. Aber ich brauche da und da neue Leute, sonst funktioniert es nicht. Das ist doch vollkommen normal. Aber das wird mir immer so dargestellt, wie Schalkes ganzer Kader ist Kacke. Und das ist halt Quatsch. Und das ist da, darum geht es mir einfach. Ne? Und wer jetzt als Trainer kommt, ja, dann klappt das auch wieder nicht. Kein Plan. Aber jetzt, du hast keine Argumente mehr gehabt, den Trainer da zu halten. Jetzt, in der jetzigen, greift für mich das Argument nicht. Boah, das kann nicht immer nur am Trainer liegen. Doch, diesmal lag es am Trainer. Weil es einfach nicht gepasst hat. Es hat von Anfang an nicht gepasst, weil du einfach keinen Mut hattest. Du bist vermeintlich eine safe Lösung gegangen. Ja, der akzeptiert alle, die hier sitzen. Mit dem sind wir chillig. Ey, der ist mit einer 1 durchgelaufen in der Theorie. Das ist schon, das ist entspannend. Finanziell geringes Risiko, dies, das. Was soll dabei rumkommen? Mir fehlt in der ersten Liga bei Schalke einfach der Mut. Also es ist in keinem Abteil irgendwo mutig. Du kannst da nicht mutig wegen Geld, okay. Du kannst da nicht mutig wegen Geld, okay. Du kannst da nicht mutig, weil du bist Aufsteiger. Nee, das ist nicht okay. Ja, und damit meine ich die Spielweise. Das ist ein Arschtritt für die Leute, die jede zweite Woche auswärts. Ja, das ist das. Was ist das? Und wie, also wir dürfen jetzt auch nicht, der neue Trainer darf nicht ein Defensivtrainer sein, der versucht auf 0 zu 0 zu spielen. Das wird auch nicht funktionieren, so die Klasse mehr zu halten. Wenn man sich jetzt die Punkte anguckt, die noch übrig sind, vergeben, wir haben jetzt 10 Spieltage gespielt, nur 6 Punkte geholt, auch schon ein Punkteschnitt mit ein paar Siegen drin, um am Ende genug Punkte zu haben, um in der Klasse zu bleiben. Und Siege kriegst du nicht, wenn du dich hinten reinstellst und mauerst, sondern Siege kriegst du, wenn du dir Chancen herausspielst und dann in Führung gehst. Da braucht man jetzt auf jeden Fall einen Trainer, der nicht komplett defensiv Fußball und auf 0 zu 0 spielt. Der schon von vornherein sagt, gegen die Mannschaften müssen wir uns hinten reinstellen, weil wir qualitativ nicht mithalten können. Wir brauchen einen Trainer, der sagt, wir können qualitativ nicht mithalten, aber wir können den Gegner auf andere Weise wehtun. Überlegen uns einen Matchplan, wie wir den ihr Spiel kaputt machen, wie wir die bestrafen für Dinge, die die auf dem Platz machen, die bei denen nicht gut sind, trotz besserer Qualität. Da muss man einen Trainer finden, der sowas andere Mannschaften bestrafen kann. Irgendwo hinpilgern und sich die Scheiße da geben. Ja, das geht nicht. Jetzt gerade, du musst da jetzt einen Trainer hinsetzen, der was vorzuweisen hat auch. Und der dann halt vom Typ auch passt. Und vom Typ einen Typ ist. Einen Typ will ich da sitzen haben. Und nicht einen, wo du nicht mal siehst. Warte mal, wer ist denn? Die zeigen gerade die Bank. Wer ist denn da jetzt der Trainer? Wer ist jetzt von den Leuten, die da sitzen, der Trainer? Ich glaube, der da, ne? So was will ich nicht mehr haben. Ich will das da nicht sitzen haben. Was hältst du von Antwerpen? War ja im Sommer mal zumindest ein Gerücht. Der von Lautern, meinst du, ne? Kursieren gerade alle. Also für mich steht fest, dass Reiß Trainer wird. Alles andere wird mich super überraschen. Ich als Kölner kann bestätigen, dass ein guter Trainer so unglaublich viel ausmachen kann. Man kann mir nicht erzählen, dass wir uns qualitativ vom Relegationsjahr zum letzten Jahr viel verbessert hätten. Eher im Gegenteil. Ja, aber das meine ich ja. Aber einen Baumgart hat es geschafft, aufgrund seines Typs, dass da Spieler auf dem Feld stehen, die für den durchs Feuer gehen würden, weil die dem vertrauen. Und das Gefühl hatte ich von Anfang an bei Schalke Kramer so gar nicht. Wir werden keine interne Lösung machen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Büskens sich da hinsetzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Spiel in Kombi mit Kreuzer, okay, gegen Hertha, aber mehr nicht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn gegen Hertha schon ein Neuer auf der Bank sitzt. Und das ist jetzt die Frage.
Ob der neue Trainer das besser machen wird, keine Ahnung. Also, du bist halt an dem Punkt, schlechter laufen kannst halt nicht mehr, ne? Solche Namen wie Bruno Labbadia, Adi Hütter, ist alles zu teuer, Jungs. Also, die sind, da kannst du wirklich sagen, das ist zu teuer. Deswegen glaube ich an die Leute nicht. Bitte nur nicht wieder so einer, wo man am Anfang schon weiß, das wird nicht, das kann wieder nichts werden. Ja, ich weiß irgendwo, was du meinst. Und da ist ja auch nicht so, dass man gegen jeden Trainer was hat, aber bei super vielen auf Schalke hat einfach das Talent, immer Leute zu haben, wo du im Vorhinein schon weißt, das passt überhaupt nicht. Ja, das ist echt so, ey. So viele Trainer. Also entweder, zum Beispiel hast du mal so einen Tedesco, den kannst du halt gar nicht so. Kann ich halt überhaupt nicht, wo der gekommen ist. Aber viele Trainer im Vorhinein, gerade Abstiegssaison, jetzt gerade so in den letzten Jahren, wo man gedacht hat, okay, Gramozis, gekommen ist, groß. Baum war noch so, wo ich überlegt hätte, vielleicht passt das. Wagner, okay, dass man mit dem weitergemacht hat dann in der neuen Saison, aber da war der ja schon Trainer. War halt auch irgendwie komische Trainerentscheidung. Büskens habe ich das echt nicht so zugetraut. Ich habe mich, also ich habe zwar nichts gegen den gehabt, weil das eine Vereinslegende ist und ich habe das eher mit mir innerlich ausgemacht. Einen Trainer dahin zu stellen als Interimstrainer, der lange raus ist, aber das hat ja mega funktioniert. Da hat man mich mal richtig positiv überrascht mit den Büskens. Und ja, häufig Trainer mit dabei, die komisch sind, schon so. Selten ein Trainer mit dabei, wo du sagst, wow, der ist super. Gerade auch, wo wir noch in ganz andere Möglichkeiten haben, wo wir einen internationalen Wettbewerb permanent gehaust haben. Dann kamen halt eben nicht diese Tuchels, die du dir gewünscht hast, sondern dann kamen Breitenreiter, der war okay, aber ein Weinziel, damals hat er auch noch einen guten Ruf gehabt, aber auch viele, viele Trainer auch im Nachhinein dann, gerade im Nachhinein, wenn du dann sehr, sehr schlecht dann Erinnerungen hast. Wir haben für Weinziel haben wir so eine fette Ablösesumme bezahlt. Nicht. Auch dieses Bayerische, diese bayerische Phase da, ist das bayerisch gewesen mit ja. Weinziel, Baum? Ja. Bruder, sowas passt gar nicht auf Schalke, solche Trainer. So null. Das sind so Dinge, die weiß ich vorher. Und dann werden die trotzdem geholt, dann wunderst du dich. Boah, krass, ey, die sind ja echt scheiße hier, ne? Ich will nicht wieder so einen Waschlappen haben, ey. Ich will, im besten Falle kriegst du einen Trainer, den du absolut geil findest. Auch ein bisschen Angst hast, den zu kritisieren. Weil du dann denkst, es klingelt bei dir an der Tür und der haut dir einen Tunnel ins Gesicht. Auch gut. Aber bitte nicht wieder so ein Knäckebrot, Alter. Bitte kein Knäckebrot. Wir haben genug Knäckebrot jetzt und Zwieback gehabt auf Schalke als Trainer. Jetzt hau mir doch wenigstens zumindest mal ein Mettbrötchen ein oder sowas. Bitte nicht wieder irgendein Zwiebacktrainer. Was sagst du zu Reis? Ich habe Reis tatsächlich nur verfolgt, wo der mit Bochum aufgestiegen ist. Und da fand ich den klasse. Danach, erste Bundesliga, habe ich den nicht großartig verfolgt, weil mein Verein da in der zweiten Liga war. Und ich Bundesliga auch einfach nur sporadisch geguckt habe letzte Saison. Wie viele einfach für Reis sind, aber auch nicht viel hat außer ein Jahr in der Bundesliga überstanden. Nee, also Reis, der zweiten Liga hat der Bochum übernommen, hat die sofort besser gemacht. Mit denen aufgestiegen, hat dann Klasse gehalten. Das ist auf jeden Fall mehr als ein gutes Jahr Bundesliga. Für mich ist Dings, für mich ist safe, dass der es machen wird. Dafür ist im Vorhinein immer zu viel. Du kannst über eine Presse sagen, was du willst, aber immer ein Quäntchen wird da dran sein. Auch mit vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Kramer hat die Mannschaft verloren, Kramer hat die Kabine verloren. Das Spiel gestern war sinnbildlich dafür, dass er die schon lange verloren hat. Weil da anscheinend keiner versteht, was der spielen soll. Da war auch was dran. Natürlich werden die dir nicht sagen, ja, sehr hat er die Kabine verloren, deswegen bleibt er unser Trainer. Werden die dir nicht erzählen im Fernsehen. Aber das war für mich einfach zu erkennen. Und gerade mit Reis auch durchgesickert, dass das einer der Main-Lösungen war vor Kramer, aber Bochum nicht den abgeben wollte. Ich war ja auch mittlerweile an dem Punkt, ein Polter wurde nur gekauft, damit er nicht bei Bochum spielt. Deswegen haben die unter Kramer einen Polter geholt. Dass der bloß nicht im Bochum spielt und der da irgendwie noch Tore schießt. Steini, mach du es, dann läuft's besser. Wisst ihr, warum wir alle als Couch-Trainer, wir alle, ich bin Couch-Trainer, Chat ist Couch-Trainer, alle sind Couch-Trainer.
Broski ist Couchtrainer, wir alle sind Couchtrainer. Warum wir manchmal Dinge sehen, die andere nicht sehen? Weil wir den Druck nicht haben, weil wir diese äußerliche Wahrnehmung haben. Wir können auf Dinge achten, worauf die da vor Ort nicht achten können. Wir haben einfach dieses Befreite. Diese Distanz, genau. Deswegen sehen wir, glaube ich, so oft Dinge, die einfach vermeintlich selbstverständlich sind, aber für andere irgendwie nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären, ne? Und am Ende sind wir... Sache ist auch, ein Trainer, der guckt ja, weiß nicht, wie das abläuft in der Bundesliga, ob der dann, klar, es gibt Videoanalysten, die zeigen dem dann das Spiel, aber ich glaube nicht, dass ein Trainer, oder einige gibt es bestimmt, aber nicht jeder Trainer wird nach dem Spiel sich hinsetzen, das ganze Spiel ganz in Ruhe, ohne Adrenalin und so weiter, wo es schon passiert ist, nochmal 90 Minuten am Stück angucken und wird das auch nicht miterleben, weil der ja schon mit mehr oder weniger so gespoilert wurde, was passiert. Ich glaube, da kümmert sich dann der Videoanalyst drum, der spielt dann dem Trainer einzelne Szenen zu, die unmöglich spielentscheidend sind, aber so banale Dinge, da wird dann halt wenig drauf geachtet. Das ist halt zum Beispiel, wie hat jetzt der Rechtsverteidiger einen Zweikampf gewonnen, der vielleicht sehr wichtig war, um dann eine Spielsituation einzuleiten, wo jetzt aber kein Tor draus passiert ist, wo jetzt ein geiler Moment war in der Situation, aber nichts Spielentscheidendes drin hatte. Bei so Videoanalysen wird, glaube ich, mehr auf die Gegentore geguckt, analysiert, wie hat die Viererkette gestanden, welcher Spieler ist zu früh rausgelaufen, welcher Spieler hat die Abseitsfalle nicht beachtet, wie ist generell das Anlaufverhalten und so weiter und so fort, aber da kann man nicht so dieses grundlegende einfach ein paar Situationen sich nochmal reinziehen. Ich weiß es nicht, weil der muss ja, dann muss ja auch direkt wieder das neue Training muss der bewerten und vorbereiten. Das geht alles so schnell im Fußball. Ein Trainer hat ja auch Privatleben, ne? Der hat das Spiel, dann ist man ja kaputt, dann ist man noch in der Kabine, muss die Spieler da aufbauen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob jeder Trainer sich dann das Spiel nochmal 90 Minuten ganz in Ruhe so zu Hause eingesperrt im Büro und keiner stört sich und dann gebe ich mir nochmal das Spiel 90 Minuten und sehe halt alles, was so ein Fan, der das halt im TV sieht. Ich bin ja auch öfter mal im Stadion. Wenn ich im Stadion bin, dann ist das halt auch komplett anders. So, dann kriege ich das Spiel nicht so mit, wie wenn ich auf dem Fernseher das gucke. Dann kriege ich die Atmosphäre mit, aber ich kann jetzt nicht sehen, welcher Spieler, klar sieht man ein paar Sachen, man sieht auch ein paar Sachen besser im Stadion, aber ich finde, das Spiel kannst du besser bewerten, ob es gut oder schlecht war, einzelne Situationen dann nochmal in Zeitlupe eingespielt bekommst, als im Stadion. Wir als Couchtrainer auch einfach besser. Es wird die Zeit im Fußball kommen, Chat, wo wir mit 2000 Leuten auf der Trainerbank sitzen werden. Und wir alle haben das Gleiche zu melden. Die Zeit wird kommen. Jeder Verein wird zwischen 1000 und 2000 Trainer auf der Bank sitzen haben. Und dann geht die Post ab. Erst dann wird der Fußball wieder besser. Machen wir uns doch nichts vor. Und da 1000 Leute nicht auf die Bank passen, sitzen 800 Leute zu Hause per Telefon, gucken über Fernsehen, auf der Couch. Und die anderen 200 verteilen sich auf dem Feld. Per Walkie-Talkies. Dann wird eine Chat-Abstimmung gemacht, wer ausgewechselt wird, wer nicht, wer draufbleiben soll. Dann werden Wetten während des Spiels gemacht. So läuft's. Und die ganzen Tippikos und wie sie alle heißen, die reiben sich schon die Finger danach. Jawohl. Das wird unsere Zeit. Die Zeit der Couch-Trainer wird bald kommen, wenn das so weitergeht. Musst du dir mal vorstellen. Irgendwo ist irgendein bekloppter Verein, der sagt, ey, das hört sich so bescheuert an, aber das kann funktionieren, ne? Sollen wir das einfach probieren? Wir haben eh nichts zu verlieren. Und zack ist er da. FC Süderbrarup. Der erste Verein mit 1200 Trainern. Wir haben alle Trainer eingeladen hier zu Doppelpass oder Ed Broski. Alle Trainer von FC Süderbrarup sind hier heute am Start. Haben leider hier nicht alle Platz gefunden, deswegen sitzen sie auf Tribüne. Und ein paar stehen noch vorm Saturn. Wer könnte aus deiner Sicht den Verein verlassen als Spieler? Wer passt nicht oder ist diesem Niveau nicht gewachsen? Da hast du halt viele. Ich finde das immer eklig zu sagen, beziehungsweise zu einfach zu sagen, so ein Matriciani ist nun mal ein Drittligaspieler. Oder am Ende des Tages hat der sich dann auch nicht ausgesucht, dass er da jedes Mal aufs Neue reingeschmissen wird.
Der gibt sein Bestes, so, weißt du? Gerade die jungen Spieler, die geben da ihr Bestes. Mehmet Can Aydin ist gerade auch nicht auf dem Level, was er in der zweiten Liga hatte, ja, nach der Verletzung. Machen wir uns auch nichts vor. Aber der hat halt mal gezeigt, dass das kann, könnte, weißt du? Aber ja, Yoshida, würde ich sagen, könnte echt wieder gehen. Das ist nämlich gar nichts. Einen Latzer finde ich gerade auch echt sehr, sehr schwierig. Da tut mir halt auch echt weh, dazu sagen. Aber ein Latzer ist gerade auch meilenweit entfernt von irgendeiner Form. Und das, was Ohne da bisher gezockt Verletzungspech, worden ne? ist, ich weiß halt nicht, wie das unter dem neuen Trainer aussieht. Aber wenn du so weiter zockst wie bisher, dann brauchst du auch keinen Polter. Also, wenn die so spielen lassen wie bisher. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Problem ist nur, Kramer war das nicht allein schuld. Ist die Frage, ob es wirklich besser wird. Ja, aber Gerrit, wer war es denn noch schuld? Wenn er Reis kommt, dann behält's den Poiter, weil der hat ja unter dem funktioniert, dann. Aber ich glaube, Reis wurde dementiert. Schauen wir mal, wer es am Ende wird. Schuld. Das ist ja dieser Punkt, wo ich sage, das Argument zählt bei mir nicht, dass Schalke im Sommer schlecht eingekauft hat, wenn diese Leute alle nicht spielen. 80% der Leute spielen überhaupt nicht. Ein Larsson kommt auf einmal nach 3 Spielen, ist er auf einmal wieder in der Startelf drin. 3 Spiele gar keine Rolle gespielt. Neuer Verein, der weiß überhaupt nie, was abgeht. Das ist eine Trainerentscheidung. Genau wie ein Mohr. Wurde als Flügelspieler geholt, dann spielt er Verteidiger, macht ein Spiel gut. Jetzt auf einmal gegen Hoffenheim spielt der Rechtsverteidiger als Linksfuß, Bruder. Und wird nach 20 Minuten ausgewechselt. Ja, wow. Also, das ist für mich Trainerentscheidung. Kramer ist doch nicht der Alleinige, der Entscheidung trifft. Hat da ein Asamoah nichts zu sagen? Asamoah ist Bespaßer im Team. Der guckt, ob es jedem gut geht. Alles klar bei dir? Wie läuft's? Ey, das macht ein Asamoah. Der achtet darauf, dass die Stimmung und so was gut ist im Team. Aber was macht denn sonst ein Trainer, wenn der nicht die Aufstellung macht oder das Training leitet? Da brauchst du keinen Trainer. Könntest dir das Geld aussparen. Für irgendwas muss der verantwortlich sein. Warum verleiht man einen Piringer und holt einen Polter? Das werde ich bis. Boah, das ist so unbegreiflich für mich, ne? Diese 1,5 Millionen, die du da nur als Ablöse für den Polter hingeblättert hast, so einen Karaman geholt hast. Piringer spielt jetzt der spielerisch beste Stürmer von denen ist, der vielleicht noch nicht so am Stück getroffen hat, aber der sich dahin entwickeln kann, und das war nicht unwahrscheinlich, dass er es konnte, den leistet er aus. Und hast du so viel Geld auf der Stürmerposition einfach investiert, was du woanders hättest nutzen können? Bis heute nicht verstehen. Ihr wisst alle, wie ich über Piringer in der zweiten Liga gesprochen habe. Ich war von dem nie überzeugt, weil ich nie wusste, für was der stehen soll. Ich habe dem eine Entwicklung auch einfach nicht zugetraut, so wie der Fußball spielt. Der war in der Vorbereitung, hat der so einen Satz gemacht, fand ich, bei Schalke in der Vorbereitung. Und auf einmal gibst du den ab und holst den gleichen Spieler. Viele Schalke-Spieler haben auch gegen Saisonende nochmal richtige Sprünge gemacht. Und Schulinov, der ganz am Anfang in der Saison nicht so stark war wie gegen Ende, auch Piringer, auch gerade auf Vorbereitung. Und der hat ein Tor in der Vorbereitung erzielt, wo der, das wurde leider nicht im Testspiel gezeigt. Das hat man nur aus dem Trainingslager gehört. Ich habe da ein paar Kontakte, die vor Ort waren. Der hat wie ein Messi da die ganzen Spieler umgespielt, hat das Tor gemacht. Das war schon abzusehen, dass der abgehen würde. Und ich meine, der Trainer hat ja auch mit dem gearbeitet in der Vorbereitung, bevor du hast ihn ja getestet, dann hast du am Ende gesagt, okay, du wirst weniger Spielzeit kriegen als der und der, und dann ist es besser für dich, nochmal ausgeliehen zu werden. Aber diesen Fehler, weil er halt auch für das System, was Kramer spielt, wäre er halt auch besser gewesen als ein Polter, weil er die Bälle besser festmachen kann, meiner Meinung nach. Der kann die Bälle besser aus der Luft nehmen, der kann die Bälle besser verteilen. Abschlussposition, und Terodde und Polter kommen bei uns gar nicht in Abschlussposition. Und selbst das hat der Piringer gerade in der zweiten Liga bewiesen, dass der torgefährlich ist. Typen, den du schon im Team hast. Für ein System, wo dieser Spielertyp gar nicht funktionieren kann. Ja. Also, Achim Bayerlorz ist doch frei, den Schröder, sollte doch Schröder kennen. Ja, ein Reis kennt Schröder auch. Alleine da weißt du doch schon wieder, was abgeht. Ist halt viel Vetternwirtschaft so, ne? Ich kenne einen, der einen kennt, der kannte den auch schon, als er den gekannt hat, obwohl die sich gar nicht so gut kennen. Und dann weißt du, wer da auf der Bank sitzen wird. Also, ich bleib wie gesagt bei Reis. Reis wird da morgen sitzen. Allerspätestens nach dem Hertha-Spiel. Alles andere wäre für Schauen mich die wir mal. maximale Überraschung. Jetzt kannst du nur zusehen, dass du irgendwie schaffst, dich ansatzweise zu stabilisieren, und die Winterpause muss dann halt einfach sitzen, ne? Winterpause muss in allen Belangen.
Du musst halt gucken, dass du nicht bei 6 Punkten jetzt bleibst. Ne? Du, mit 6 Punkten, also Hertha musst du mindestens einen Punkt nur eigentlich gewinnen. Eigentlich muss man Hertha gewinnen, weil jetzt die krassen Mannschaften dann kommen aus der oberen Tabellenhälfte. Selbst da musst du das ein oder andere Pünktchen noch mitnehmen, weil wenigstens 10 oder so, wenigstens zweistellig Punkte. 2 aus 5 Spiele gewinnen. Das wäre super. Hertha und noch ein Spiel X. Dann hättest du 10 Punkte, dann geht noch was in der Rückrunde. Aber mit 6 Punkten, 7 Punkten da rumzudümpeln, der ein oder andere ist dann schon vorbeigezogen. Dann hast du Frankfurt, Leipzig in der Rückrunde als erste Partien. Und die dann auch direkt verlierst, dann ja, kannst du schon Zweitligaplan. Da muss jetzt gepunktet werden. 6 Punkte wären ein guter Anfang. Sitzen oder die WM-Pause vielmehr. Da hast du genug Zeit, du hast nicht so viele Nationalspieler, die du jetzt einmal abstellen musst. Die muss fruchten. Abgänge, Neuverpflichtungen, Spielsystem einprügeln, eine Spielidee einprügeln, das wird entscheidend werden. Habt ihr außer Büskens keinen im Verein, der übernehmen kann? Doch, ein Sohn, wie heißt der da? Çelik oder irgendwie so? Zu dem kann ich gar nichts sagen. Çiğnel irgendwie. Also Çiğnel ist, finde ich, gut, weil der im zweiten Jahr in Folge in der U17 bewiesen hat, dass der sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Der war im ersten, im letzten Jahr war der Meister. Jetzt im aktuellen Jahr ist er wieder auf Platz 1 mit einem schwächeren Kader. Der hat eine komplett neue Mannschaft, weil die alle hochgegangen sind in die A-Jugend. Und hat ein Gegentor bekommen, alle Spiele gewonnen. Das ist schon eine krasse Leistung, finde ich. Er ist nicht umsonst auch Co-Trainer beim Rangnick in Österreich. Mein Rangnick sucht sich jetzt nicht den Erstbesten aus, weil er den irgendwie mal kennengelernt hat, irgendwo über den Weg gelaufen ist, sondern der guckt halt auch, dass der da jemanden kriegt mit Fußballsachverstand. Der Rangnick ist ja auch so ein Fußballprofessor oder so. Ich halt schon eine Menge von Chinel und muss ehrlicherweise sagen, wenn jetzt irgendein B, C, D-Lösungstrainer kommt, würde ich lieber intern auf den Chinel setzen, sage ich ja immer wieder Wie hier. sowas, ja. Nochmal zu den Couch-Trainer-Thema. So ein Verein gibt es doch schon, zwar nur in der Kreisliga, aber da gibt es auch einen YouTube-Bericht zu. Echt? Ja, aber ich rede im professionellen Bereich. Bruder, Kreisliga kannst du machen, was du willst. Wir haben keinen Stürmer an dem Wochenende, ja, meine Oma hat Zeit. Ja, dann zockt die Oma heute im Sturm. Kreisliga kannst du machen, was du willst. Ja, hier, der spielt bei uns, ja, der hat ja keinen Pass. Ja, der Pass ist noch unterwegs, aber der ist bei Das sind uns. diese Unterschreib mal. Kreisliga-Geschichten, Zack, ja. spielt da irgendein Fremder. Hoch und lang auf die Oma, die macht noch Seitfallzieher. Hattrick. Ja. Muss man abwarten. Wahrscheinlich, wenn das Video hier auf dem Highlight-Kanal online ist, wird wahrscheinlich schon der neue Trainer da sein. Wundern wird es mich nicht. Ich lege mich fest, es wird Reis werden. Punkt, Ende aus. Aber. Geiler Real Talk von der Keller. Checkt den Kanal ab. Wahrscheinlich alle. Werden jetzt öfter auf seine Videos reagieren. Er hat uns Erlaubnis gegeben. Nicht geil. Finde ich auch geil hier so Fanmeinung. Schreibt mal rein, ob ihr das cool findet, wenn ich auf andere YouTuber reagiere. Gibt auch noch andere Schalke-YouTuber, auf die wir reagieren können. Heute nicht mehr. Muss morgen 6 Uhr aufstehen zum Schwimmen. Aber schreibt mal rein, ob ihr Bock auf sowas habt. Immer so mal zum Abschluss des Streams nochmal auf einen anderen YouTuber zu reagieren. Ein bisschen mit ihm oder über ihn halt in so einem Reaction-Format zu diskutieren, Meinungen zu hören, Meinungen zu geben. Findet ihr das gut? Schreibt mal rein, dann können wir das gerne öfter machen. Ich komme zurück zum Standardmodus. Mal sehen, wer Trainer wird. Ja, sehr geil. Cool, Leo. Dann mache ich das auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal, wer Trainer wird. Schauen wir mal, wer Trainer wird. Ist spannend. Ich denke mal, morgen gibt es wieder weitere Informationen. Ilzer war jetzt der heißeste Kandidat. Scheinbar hat jetzt Sport 1 erstmal wieder dementiert. Bilal will auch, dass wir sowas machen. Okay. Frag mal auch weitere Leute, ob wir reagieren dürfen und würde die dann auch mit reinnehmen. Macht halt richtig Bock. Sehr geil, perfekt. Ja, dann, ich glaube, hier sind die meisten zufrieden damit. Dann machen wir das. Und ja, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Lasst uns hier die 50 noch voll machen. Sind noch 91 Leute im Chat, 93, haben 46, 04 Leute. Müssen sich erbarmen, um hier die 50 voll zu machen. Das ist halt immer wichtig für den Algorithmus. Und dann auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr neu hier seid. Und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich morgen
wieder zum nächsten Stream. Bis dann, Glück auf, ciao, ich bin draußen.